ausnahmsweise am Freitag, aber ohne Ton, oder? Wollen wir über die Schulpflicht und Bildungspflicht diskutieren? Und über die dazugehörige Grid-Feedback-Initiative. Moment, den Schlusssatz habe ich noch nicht. Andreas, dann gebe ich dir. Was soll ich da noch was sagen? Ich gebe weiter an Andreas. Hallo miteinander, willkommen zu P9 Live. Mein Name ist Nikolai. Heute ausnahmsweise mal am Freitag wollen wir über die Schulpflicht und Bildungspflicht diskutieren und über die dazugehörige Liquid Feedback Initiative diskutieren. Heute machen wir das mal als offene Diskussionsrunde. Wir sitzen hier im P9. Und wer Interesse hat, ist herzlich eingeladen, einfach dazuzukommen. Natürlich sind wir auch über Twitter erreichbar. Den Hashtag findet ihr in der Bauchbinde. Dort findet ihr auch den Link zu unserem Pad. Und jetzt übergebe ich erstmal an Andreas. So, ich muss jetzt mal das Mikrofon testen. Habe ich vorher noch nie gemacht. So, hallo? Ja, wunderbar. Ja, es wurde etwas alles improvisiert. Ursprünglich war das Ganze gedacht als offene Diskussionsrunde ohne Kamera, aber es hat sich die Möglichkeit ergeben, das Ganze auch noch über P9 Live zu senden und das haben wir jetzt in Anspruch genommen. Setzt euch einfach dazu und wer Bemerkungen hat oder Fragen oder Anregungen, bitte einfach spontan reinspringen, sich ein Mikrofon schnappen und mitdiskutieren. Ja, also wie gesagt, wir sind auf Twitter erreichbar und wir haben ein Piratenpad aufgemacht. Steht unten in der Bauchbinde drin. Ihr könnt also Fragen formulieren, die wir nacheinander durchgehen werden. Nikolai hatte gerade schon angesprochen, die Liquid Feedback Initiative, die es im Berliner Liquid dazu gibt. Da gibt es mittlerweile 4 Initiativen drin. Grob gesagt gibt es dort 2 Initiativen pro Bildungspflicht und 2 pro Schulpflicht. Und um die geht es heute. Stellvertretend, glaube ich, reicht es, wenn wir uns auf die beiden beschränken, die gerade die meiste Zustimmung haben. Das ist eine Initiative, die gerade gestellt wurde von Lena und mir, mit Unterstützung von vielen anderen, unter anderem auch Nikolai. Und eine Initiative, die von Jan Hemme gestellt worden ist, ein klares Bekenntnis zur Schulpflicht. Ja, ich springe mal kurz rein und sage kurz, was denn die grundsätzliche Idee ist bei einer Bildungspflicht im Gegensatz zur Schulpflicht und dann können wir einfach mal weitergeben und auf Fragen eingehen. Also, zurzeit ist es so, dass Schüler in Berlin gezwungen sind, in die Schule zu gehen. Das heißt, es gibt ein Gesetz, das vorschreibt, dass Kinder in der Schule sein müssen. Und wenn Kinder nicht am Unterricht teilnehmen wollen oder nicht im Schulsystem teilnehmen wollen, dann gibt es verschiedene Druckmittel, die man ergreifen kann. Bis zuletzt tatsächlich mit Zwang die Kinder in die Schule gebracht werden. Bei unserem Vorschlag zur Bildungspflicht geht es uns darum, den Menschen, die nicht am Schulsystem teilnehmen wollen, eine Möglichkeit zu eröffnen, sich anders und zwar auch selbst zu organisieren. Und der Vorschlag, wie er jetzt bei uns in der Initiative steht, ist sehr lang und den können wir auch im Detail noch diskutieren. Die Grundidee ist hier, wenn man die Kinder nicht in die Schule schickt oder Kinder nicht in die Schule wollen, dann meldet man sich ab bei der Behörde und muss der Behörde einen Bildungsplan vorlegen, in dem man irgendwie erklärt, wie man denn außerhalb der Schule zu der Bildung kommen möchte, die andere Kinder in der Schule erfahren. Und die Behörde kann das dann bewilligen und regelmäßig bei der Familie oder am Lernort, wo man eben gerne selber lernen möchte, vorbeischaut und guckt, ob die Kinder sich tatsächlich bilden und ob ein paar Kriterien eingehalten sind, die in der Initiative ausgeführt sind. Da kommen wir gleich noch hin. Das ist die grundlegende Idee soweit. Und jetzt gebe ich mal in die Runde weiter. Also, wer möchte das Wort ergreifen? Dann mag ich noch was dazu sagen, dass es wichtig ist, klarzumachen, dass das Schulsystem so, wie es ist, auch weiterhin bleibt und dass es nur ein Zusatz ist, das, was Andreas gesagt hat. Das ist wichtig.
und dass auch weiter die Bildungsstandards abgefragt werden. Nur, dass die Kinder, die eben jenseits von Schule sich bilden wollen, dies eben extern ablegen. Genau, ich schicke dann auch noch schnell voraus, es ist nicht so, dass wir glauben, dass eine Bildungspflicht die Probleme im Schulsystem löst. Im Gegenteil, es gibt dringende Probleme im Schulsystem, die die Piraten angehen müssen und sollen. Und das übernimmt tatsächlich den überwiegenden Teil unserer bildungspolitischen Arbeit. Wir haben hier ein spezielles Thema, wo wir Probleme sehen und das verbessern wollen. Aber das ist nicht unser vorrangiges Problem. Ja, das Traurige ist, wir haben bisher heute einfach nicht geschafft, so kurzfristig genügend Schulpflichtbefürworter an den Start zu bringen, damit es hier wirklich kritisch wird. Gerade ist die Gruppe, die hier versammelt ist, alle ziemlich pro Bildungspflicht, wenn ich das richtig sehe. Und deswegen brauchen wir jemanden, der den Advocatus Diaboli übernimmt. Wir haben natürlich auch schon Fragen im Pad stehen, auf die wir dann einfach gleich eingehen können, wenn wir hier nichts Fieses selber auf den springen. Ja, super, Michael, du bist dabei. Klasse, danke. Der Diaboli, wenn man ihn ruft, schon ist er da. Ihr sagt jetzt Bildungspflicht statt Schulpflicht. Was sind denn eigentlich da die Vorteile davon? Oder ist das jetzt einfach nur eine Reform der Reform halber? Na, ich sage dann einfach jetzt dazu was, aber nochmal die Aufforderung an die ganze Runde, ihr könnt euch alle melden und mitmachen. Was man sich bewusst machen muss, ist erstmal, dass die Schulpflicht eine gravierende Grundrechtseinschränkung ist. Wir haben das Recht der Freiheit der Person und heute ist es so, dass wir jungen Menschen vorschreiben, zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort zu sein. Und das fünfmal, manchmal sechsmal die Woche. Und das muss ich erstmal klar machen, hier werden Grundrechte eingeschränkt und wenn man das machen möchte, muss man natürlich irgendwie erklären können, womit das zu rechtfertigen ist. Also natürlich kann man Grundrechte in bestimmten Fällen einschränken, aber es braucht irgendwie ein klares Gegengewicht. Also am besten kann man ein Grundrecht benennen, was durch diese Regelungen geschützt wird. Ja. Vielleicht ergänzt man noch ganz kurz, das mit der Grundrechtseinschränkung, das haben wir uns jetzt nicht ausgedacht und das ist auch nicht unsere juristische Laienmeinung oder so, sondern das steht so im Berliner Schulgesetz explizit drin. Es wird also im Gesetz und das in anderen Bundesländern genauso, wird dieses Grundrecht eingeschränkt. Ja, ganz schnell mal, Michael, ist es sehr leise. Ich bin nicht sicher, ob man mich hört. Ich habe es hier auf volle Kanne gedreht. Und das rede lauter. Ah, ja. Das geht ja, dann schon. Oh Mann, ja, richtig. Was mir noch einfällt, der Unterschied zwischen Bildungspflicht und Schulpflicht ist eben, dass es gewisse Standards gibt, was ich schon gesagt habe, die in der Schule vermittelt werden, ja, und auch abgefragt werden, geprüft werden. Und dass so ein bisschen die Meinung besteht, dass das nur über Schule ging. Also, dass man unbedingt auch in die Schule gehen müsste, um das zu lernen, was dann auch abgefragt wird, was eben auch eine Wichtigkeit hat. Und in den anderen europäischen Ländern zeigt sich, dass das eben auch ohne Schulpflicht geht, sondern mit einem Bildungsauftrag, wo eben diese Standards das Kind sich beibringen kann, wie immer. Und dann extern abgefragt wird und das genauso gut funktioniert. Ja, zum Beispiel das Extrem ist England, wo du das Kind noch nicht mal melden musst, ob es in die Schule geht oder nicht. Ja. Und ich denke, in England sind die Kinder nicht weniger intelligent oder die Menschen nicht weniger intelligent wie Deutschland oder umgekehrt. Ist das eine Antwort auf deine Frage? Ja, natürlich. Ihr argumentiert jetzt damit, dass es weniger Grundrechteinschränkungen gibt durch das Umschwenken von einer Schul- auf eine Bildungspflicht. Was natürlich erst einmal zu begrüßen ist, je weniger Grundrechteinschränkungen, desto besser. Aber seht ihr da auch irgendwo klassische Vorteile drin oder ist das jetzt einfach nur, wir wollen die Kinder da jetzt nicht in die Schule zwingen? Achso, prima. Ich gebe mal den direkt an dich weiter. Ja. Also, ich denke, Vorteile sind einfach, dass es insgesamt mehr Selbstbestimmung ermöglicht. Also
Ich meine, wir reden, denke ich mal, insgesamt nur von einer relativ kleinen Minderheit von Schülern oder Kindern, die das halt betrifft. Also das kann man halt auch dann sehen in den Ländern, in denen es keine Schulpflicht im deutschen Sinne gibt. Auch dort ist der Anteil der Kinder, um die es geht, teilweise im Promillebereich, teilweise vielleicht bei 2-3%. Aber für die eröffnet sich einfach eine andere Möglichkeit noch, wie sie ihr Lernen organisieren können. Und ein Ergebnis von Untersuchungen darüber, wie sich denn Kinder ohne Schulbesuch bilden, zeigt, dass es in einem sehr hohen Maße informell stattfindet. Es gibt viele Familien, die fangen erstmal damit an, dass sie zu Hause gewissermaßen Schule imitieren, dass sie einen Stundenplan haben, sich an strikte Lehrpläne halten und so weiter. Merken dann im Laufe der Zeit, dass das im Grunde gar kein praktikabler Weg ist, gerade wenn ein Elternteil dann mit ein, zwei oder drei Kindern dort halt was macht. Das heißt, es entsteht viel mehr aus dem Leben heraus. Das heißt, spontan in Alltagssituationen und nicht eben so strikt vorausgeplant. Und das führt dazu, dass halt das, was die Schüler oder Schüler sind es dann eben nicht die Kinder, was die dann lernen, dass das halt mehr an deren Interessen orientiert ist, dass sie zufriedener sind und dass es nachhaltiger ist, was sie lernen. Das heißt, dass sie eben nicht wegen einer Prüfung das lernen, sondern weil ein Interesse da ist. Und ohne ein Interesse ist es ganz offensichtlich, also besonders, wenn man es sozusagen in einem informellen Rahmen hat, ohne ein Interesse an den Themen, ja, funktioniert Lernen schlicht nicht. Es ist in staatlichen, herkömmlichen Schulen zwar genauso, aber da fällt das nicht so sehr auf, wenn dann ein paar Schüler einfach abgehängt werden. Ich finde eigentlich noch viel wichtiger als dieses Argument mit der Grundrechtseinschränkung, dass es einfach die sowohl durch Befragen von verschiedensten Lehrern als auch um Reden mit Leuten im Umfeld irgendwie eindeutig klar ist, dass es Schüler und Kinder gibt, die mit dieser Schulpflicht einfach nicht leben, nicht gut lernen können. Also nicht gut in der Lage sind, das zu lernen, worum es geht in der Schule. Dass sie eben letzten Endes durch die Schulpflicht ausgegrenzt werden. Und dass die Bildungspflicht ja letzten Endes als Bildungsauftrag beinhaltet, dass man alternative Bildungsformen findet, die eben für diese Kinder geeignet sind. Und das finde ich einfach das wichtigste Argument. Vielleicht als kleine Erklärung für die Leute, die sich gerade fragen, warum die Kamera nicht umgeschaltet hat. Wir haben hier so eine blinde Ecke für Leute, die nicht unbedingt aufgenommen werden möchten. Und aus dieser blinden Ecke kam gerade dieses Argument, dem ich nur zustimmen kann. Ich will noch einen kleinen Punkt machen. Der klingt immer so ein bisschen paranoid. Deswegen muss ich vorweg sagen, dass ich sehr froh bin, dass wir im Moment in einer gut funktionierenden und stabilen Demokratie leben. Dass ich glaube, dass die meisten Inhalte, die staatlich an Kinder vermittelt werden, gute Inhalte sind. Und dass ich nicht glaube, dass sich das so bald wieder ändert. Dennoch hat Deutschland im letzten Jahrhundert zwei Diktaturen erlebt. Und die haben auch wesentlich darüber funktioniert, dass sie Zugriff auf die ganze Generation von Kindern hatten, dass man die Kinder dem Staat nicht entziehen konnte und dass die Kinder in nationalsozialistischen Schulen gleichgeschaltet werden konnten und furchtbare Inhalte beigebracht bekommen haben. Ich glaube nicht, dass wir gerade gefährdet sind, wieder in solche Verhältnisse abzustürzen. Aber wenn man eine sehr konsequente Schulpflicht hat, die sehr konsequent durchgesetzt wird, die Kinder mit der Polizei zu Hause abgeholt werden können, das anerkannt ist und es alle Mechanismen dafür gibt, sollten sich die staatlichen Inhalte mal wieder ändern, dann ist weiterhin der Zugriff auf die ganze Generation kleiner Kinder gegeben. Und da ist auf jeden Fall auch ein Vorteil in einer Bildungspflicht zu sehen. Sollten sich die staatlichen Inhalte zum Negativen wenden, könnte man die Kinder dem Staat auch leichter wieder entziehen. Ja, von mir nochmal schnell Hinweis. Ich glaube, ihr müsst alle sehr nah ans Mikrofon rangehen. Ich habe es hier voll aufgedreht und ich krieg's nicht lauter. Oder lauter reden. Ja. Weiß nicht, ob das hilft. Ah ja, das hilft jetzt für mich. Oh, das ist sehr laut. Genau. Okay. Also, was mir immer wieder begegnet ist, dass, wenn man mit Leuten redet, dass sehr schnell der Eindruck entsteht, dass Leute, die ihre Kinder schulfrei Bildung zukommen lassen wollen, dass deren Interesse vor allem eins ist, dass die Kinder bessere Bildung bekommen, indem sie im Sinne von, sie lernen mehr oder können bessere Abschlüsse bekommen oder haben bessere Berufschancen. Aber tatsächlich ist ein wesentlicher Punkt bei der ganzen Geschichte, dass die Bildung, die die Kinder erfahren, freier und selbstbestimmter wird. Und das ist ein Wert für die Piraten, den wir bereits im Bundestagsprogramm explizit so festgelegt haben. Das wollen wir haben. Wir wollen freie und selbstbestimmte Bildung.
Was besagt diese Freiheit dann bezüglich der Bildungsinhalte? Legt die das Kind fest, legen die der Eltern fest, legt die der Staat in Form von Lehrplänen fest? Also wenn ich das richtig verstanden habe, ist ja das Hauptziel dafür zu sorgen, dass man zwar sich frei aussuchen kann, wie man die Bildung erhält, aber dass die Prüfungen, die letzten Endes da gemacht werden müssen, um eben einen Abschluss zu erreichen, dass die ja nach entsprechenden Lehrplänen respektive Prüfungsplänen durchgeführt werden sollen. Ja. Also es gibt Bildungsstandards und die werden abgefragt. Eine Frage ist natürlich noch, wie umfangreich sind diese Standards vom Staat vorgegeben und ist das überhaupt notwendig, dass die so umfangreich sein müssen? Und hat der Staat da überhaupt die Aufgabe und die Berechtigung, so umfangreich zu machen? Und auch hier wieder der Verweis auf andere Länder, wo diese Standards wesentlich geringer sind, sodass die individuellen Fähigkeiten der Kinder mehr berücksichtigt werden und sie das lernen können, wohin sie sich auch später entwickeln wollen. Da möchte ich doch gerade noch mal nachhaken. Es wurde vorher das Argument angeführt, zum Beispiel zu Zeiten des Nationalsozialismus, das hätte man bei einer Bildungspflicht die Kinder der Indoktrination des Systems entziehen können. Wenn jetzt aber bei diesen Prüfungen abgefragt wird nach weltanschaulichen Inhalten oder wäre in der anderen Diktatur abgefragt worden nach den Inhalten des Marxismus, Leninismus, was man ja damals als Wissenschaft betrachtet hat, wäre so eine Bildungspflicht, wenn man sie denn hätte fortbestehen lassen, die haben ja auch ganz andere Gesetze geändert, dann wäre wahrscheinlich sowas wie eine Bildungspflicht in so einer Zeit auch wieder gekippt worden. Aber selbst dann, wenn sie weiter bestanden wäre, hätte man eben über die abgefragten Prüfungsinhalte diesen beabsichtigten Zweck auch mit Leichtigkeit unterlaufen können. Also ich denke, das stimmt nicht in dem, also nicht so ganz, denn Prüfungen, Abschlussprüfungen sind ja, stehen ja am Ende einer Schullaufbahn oder gegebenenfalls am Anfang der danach folgenden Stufen, das heißt vielleicht vor einem Eintritt in eine Universität oder vielleicht auch in eine Berufsausbildung. Und das heißt, man hat auch dann die Möglichkeit, zum Beispiel sich erst unmittelbar in Hinblick auf einen Abschluss mit diesen Inhalten auseinanderzusetzen. Das heißt, man kann das dann zum Beispiel als Jugendlicher tun, wo man vielleicht viel mehr in der Lage ist, bestimmte Inhalte auch zu hinterfragen oder zwar Dinge dann einerseits so auswendig zu lernen, dass man die Prüfungen besteht, aber andererseits sich diese Inhalte nicht zwingend zu eigen machen zu müssen. Also es bietet in dem Ganzen, in den vielen Jahren, die vor der Prüfung liegen, doch wesentlich mehr Freiräume. Und bis dahin konnten sich auch die äußeren Umstände der politischen Landschaft, der gesellschaftlichen Stimmung und so weiter halt auch wieder verändern. Mit einer klassischen Schulpflicht ist halt genau festgelegt, ja auch, also man kann halt seine Bildung dann eben offiziell nur in Schulen bekommen, dort ist es legitim, man muss in der Schule anwesend sein, das ist ja der zentrale Punkt, man muss in der Schule, die vom Staat als Schule anerkannt ist, präsent sein, da Zeit verbringen und ist dem dann in viel höheren Maße ausgeliefert, als wenn man jetzt nur wegen einer Prüfung sich auf bestimmte Dinge dann vorbereitet. Dann reiche mir doch mal ein Mikrofon. Dankeschön. Habe ich das gerade richtig verstanden? Der Staat lässt dann die Sache erstmal laufen und erst am Abschluss einer dann ja nicht mehr Schullaufbahn, einer Bildungslaufbahn wäre das, steht eine Prüfung und dann bekommt das Kind, ist es dann ja nicht mehr, es ist dann wahrscheinlich ein junger Erwachsener, bekommt dann ein Abitur oder eben nicht oder bekommt er einen entsprechenden Abschluss oder eben nicht, aber vorher hält sich der Staat dann raus oder wie ist denn das geplant? Da kann ich schnell zu sagen, erstmal
Im gesamten EU-Ausland gibt es verschiedene Regelungen. Also bei allen gibt es die Möglichkeit, schulfrei die Kinder den Kindern Bildung zukommen zu lassen. Und die Regeln schwanken von sehr liberal bis zentralen Prüfungen. Wir haben jetzt bei unserem Vorschlag, der im Liquid steht, konkret gesagt, dass es jemanden gibt von der Behörde, der regelmäßig am Lernort vorbeiguckt. Das muss nicht die Familie sein, es kann auch die Lerngruppe nebenan sein oder ein Verein oder was auch immer. Und dort sind verschiedene Kriterien formuliert, die die Behörden prüfen sollen. Und darunter unter anderem soll sie mindestens prüfen, dass der Bildungsplan für die Lernenden dazu geeignet ist, sich vergleichbare Fähigkeiten wie Lernende an öffentlichen Schulen anzueignen. Genau. Ja, aber gerade dann funktioniert das ja doch wieder nicht, die Kinder der Indoktrination des Systems zu entziehen. Nehmen wir an, bleiben wir mal bei diesem Beispiel, damals zur Zeit des Nationalsozialismus hätte es sowas gegeben, dann schaut halt regelmäßig der Blockwart vorbei und schaut, ob die richtigen Inhalte da gelernt werden und wie die Lernfortschritte sind. Das läuft doch dann ins Leere. Ich gebe es gleich an dich, Lea, aber dann möchte ich noch schnell sagen, wir müssen natürlich parallel auch dafür sorgen, dass auf keinen Fall irgendwie sowas passiert, dass der Staat vorgibt, das sind Lerninhalte und die sind irgendwie ideologisch geprägt und die müssen durchgesetzt werden. Also das ist eine zweite Front, wo wir auf jeden Fall darauf achten müssen, dass sowas nicht passiert. Ja, bin ich ja völlig dafür. Heißt aber bezüglich der Fragestellung Schulpflicht oder Bildungspflicht, dass das Umschwenken zur Bildungspflicht da allenfalls geringfügig mehr Freiräume schafft. Also es schafft sicher keine völligen Freiräume, weil der jetzt zum Beispiel nationalsozialistische Staat nach wie vor bestimmte Inhalte abfragen könnte und verlangen könnte, dass die Kinder sie lernen, weil sie andernfalls dann doch wieder zur Schule eingezogen werden oder bestimmte Abschlüsse nicht bekommen. Mhm. Es ist eben eine Balancefrage. Wir wollen ja gleichzeitig ein bisschen das Auge darauf behalten, dass Kinder, die keine öffentliche Schule besuchen, dass sie trotzdem das volle Bildungsangebot bekommen, dass sie nicht benachteiligt werden, dass sie nicht religiös indoktriniert werden, dass sie nicht sozial isoliert werden. Diese Dinge wollen wir sicherstellen und das geht eben nur, wenn der man kann es nur wirklich dann sicherstellen, wenn der Staat ab und an mal ein Auge drauf hat, ab und an mal zu Hause vorbeischaut und guckt, ob da alles mit rechten Dingen zugeht. Damit gleichzeitig öffnen wir natürlich wieder die Tür für eine solche weltanschauliche Beeinflussung seitens des Staates, die im Moment vielleicht positiv verläuft, aber in anderen Gesellschaften negativer verlaufen könnte. Das kauft man sich damit ein und das ist einfach eine Balancefrage, wenn man beide Werte gleichzeitig haben möchte. Interessanterweise habe ich gerade zur Prüfungsvorbereitung, erzähle ich einfach mal, lese ich gerade John Stuart Mills Liberalismus-Klassiker On Liberty und der setzt sich auch mit der Schul- versus Bildungspflicht-Initiative, nicht mit der Initiative, aber mit der Frage auseinander, Initiative wäre schön, und der behandelt auch diesen Punkt, ich war ganz überrascht, und sagt, dass deswegen die Prüfungen, die der Staat dann vornimmt, dass die keine weltanschaulichen Fragen, keine religiösen Fragen oder moralischen Fragen oder politischen Fragen behandeln dürften, sondern nur die klaren Wissenschaften. Er hat da so ein vielleicht auch etwas naives Bild von objektiven Wissenschaften, die grundsätzlich nicht weltanschaulich aufgeladen sein können, und sagt, nur das darf der Staat prüfen. Ja, wenn ich da nochmal gleich dazwischenhaken darf. Das heißt, wir reduzieren die Einflussnahme des Staates, erhöhen aber massiv die Einflussmöglichkeiten der Eltern, weil die ja maßgeblich Bildung vermitteln. Im Moment schätze ich die Situation so ein, dass weltanschauliche Indoktrination, dass wir bei den Eltern jetzt vielleicht nicht im Mittel, aber zumindest in Einzelfällen deutlich größere Probleme haben als beim Staat. Und das werden doch wohl die Ersten sein, die schauen, dass sie ihre Kinder aus der Schule nehmen und selber erziehen. Sind wir da wirklich auf dem richtigen Weg? Ich wollte gerade nochmal zum Aspekt davor was sagen, mit dem Einfluss des Staates. Vielleicht ist es jetzt ein bisschen ein blödes Beispiel, wenn wir jetzt immer uns wirklich einen nationalsozialistischen Staat vorstellen, weil das ist, glaube ich, jetzt nicht das, was irgendwie, womit man realistischerweise rechnen müsste in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten. Aber ich denke, man kann sich durchaus andere Länder angucken, in denen es zumindest autoritäre Tendenzen gibt. Also auch europäische Länder wie Ungarn zum Beispiel. Oder man gucke sich auch an, wie zum Beispiel in Polen, wie konservativ dort unter der vorigen oder vorvorigen Regierung viele Politikbereiche waren. Also was dort auch an politischen Inhalten vermittelt wurde, welche offizielle Politik zum Beispiel in Bezug auf Geschlechterverhältnisse, auf Homosexualität und so weiter
in staatlichen Schulen vermittelt wurde oder bestimmte Inhalte verboten waren, praktisch, dass die dort präsent sind. Insofern kann man, denke ich, schon in anderen Ländern sehen, welche Möglichkeiten so ein Staat hat, auch Inhalte oder zu vermitteln oder Vorstellungen der jeweils Regierenden an die Kinder rantragen zu wollen. Und da denke ich, ist es schon notwendig, dass es zumindest Möglichkeiten gibt, sich dem zu entziehen. Und diese Möglichkeiten, denke ich, entstehen besser oder haben eine größere Sicherheit, entstehen zu können, wenn Schulen nicht die einzige Möglichkeit sind. Also eine Sache, die man vielleicht manchmal aus dem Blick verliert, es gibt ja nicht nur staatliche Schulen und gar keine Schule. Es gibt ja zum Beispiel auch Schulen in freier Trägerschaft, an denen man ja auch die Schulpflicht erfüllt. Nur ist da eben auch die Frage, was wird dort genehmigt? Und das, was vielleicht zu bestimmten Zeiten noch als Schule genehmigt wurde, mag unter einer anderen Regierung nicht mehr genehmigt werden. Das heißt, diese Freiräume sind auch relativ eng an die Existenz einer Schulpflicht geknüpft. Und das ist auch das, was wir momentan in einigen europäischen Ländern, die durchaus als liberal gelten, sehen. Also zum Beispiel in Dänemark oder in Niederlanden. Das sind Länder, in denen es an sich erstmal keine Schulpflicht gibt, wo aber halt das, was möglich ist, an freien Schulen zu betreiben, sich auch verändert hat in den letzten Jahren. Also wo die Möglichkeiten geringer geworden sind und wo gerade deshalb es, denke ich, dann wichtig ist, eben die Möglichkeit zu erhalten, bestimmte Formen des gemeinsamen Lernens aufrechterhalten zu können. Selbst wenn es im schlimmsten Fall bedeutet dann, dass eine Initiative nicht mehr staatliche Finanzierung abbekommt, wie sie das als freie Schule in diesen Ländern durchaus tut. Diese Frage mit den Eltern, die dann vielleicht eher das Problem darstellen als die Schule, wenn die Kinder in eine öffentliche Schule gehen, das ist ja was, ich weiß nicht, du hast gesagt, mit der Balance, oder? Oder warst du es, einer von euch? Ja. Genau diese Balance ist es ja dann, die man wiederum erreichen kann durch eben diese Kontrolle, dass man eben auch sieht, was wird denn von den Eltern vermittelt. Denn das eigentliche, den eigentlichen kompletten Inhalt der Vermittlung, den kriegt man ja sowieso nicht durch so eine Kontrolle geprüft, sondern man kann nur gucken, irgendwie geht das in die richtige Richtung. Denn das Endgültige ist ja sowieso das, was hinterher in Prüfungen, und die ja wiederum staatlich erfolgen sollen, nur abgeprüft werden kann. Ja, ich hatte vorhin, oder als wir angefangen haben zu reden, hatte ich gesagt, es geht mir vor allem darum, dass hier eine Grundrechtseinschränkung stattfindet, und zwar geht es da um die Freiheit der Person. Und ich habe gesagt, wenn man jetzt für die Schulpflicht argumentieren möchte, muss man irgendwie ein anderes Grundrecht nennen, was geschützt wird. Und der typische Einwand ist tatsächlich zu sagen, wir haben das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit, und Kinder werden möglicherweise in Familien indoktriniert oder isoliert. Um jetzt deren Grundrecht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit zu schützen, bedarf es der Schulpflicht. So, das ist das gängige Argument, was man sehr früh hört. Gegenargumente, bitte. Niemand, das muss ich selber machen. Ja, nachdem wir hier eine etwas einseitig geprägte Runde sind, würde ich doch sagen, schauen wir mal ins Pad, schauen wir auf Twitter, was denn da so geschrieben wird. Na, also das war gerade ein Versuch von mir quasi, weil eine Frage steht schon drin. Hier steht pro Schulpflichtargument, also ja, geht in die ähnliche Richtung, Kinder müssen Sozialkompetenzen erwerben. In der Gemeinschaft, um in sozialen Gruppen zurechtzukommen. Regelmäßige Kontakte zu Gleichaltrigen, mehr Lernkompetenz. Ja, also wie sieht's aus? Also das, denke ich, durchaus ein wünschenswertes Ziel, aber die Frage ist, inwiefern das durch Schulbesuch an sich gewährleistet ist. Also wenn man sich jetzt mal anguckt, wie sind die klassischen Schulen in ihrer Mehrzahl ausgerichtet, wie funktionieren die, dann sind die Schüler doch den größten Teil der Zeit im Unterricht. Es ist oftmals Frontalunterricht, und es bleibt dann im Wesentlichen die Interaktion, die die Schüler zwischen den Unterrichtszeiten haben, die sie in der Pause haben oder vielleicht durch Freunde, die sie in der Schule kennenlernen.
das ist doch arg eingeschränkt und mit erst recht keine Garantie. Es gibt einen nicht unwesentlichen Anteil von Schülern, der zum Beispiel gemobbt wird und wo überhaupt die keine positiven Gemeinschaftssachen erleben, sondern das vor allem als was ganz Furchtbares erleben und wie sie von Mitschülern fertig gemacht werden. Also daran sehe ich jetzt, ich glaube, es ist erstmal nichts per se Wertvolles, mit anderen Schülern zusammen zu sein. Es kommt darauf an, wie die Interaktion stattfindet, und ganz empirisch kann man zumindest sehen, in den Ländern, in denen es halt eben eine Bildungspflicht gibt, dass dort diejenigen Kinder, die nicht in der Schule lernen oder die zumindest nicht vorrangig dort lernen, dass die oft ein sehr großes Netzwerk haben, dass die in vielen Vereinen organisiert sind, sei es für Sport oder was auch immer, und dass sie sich mit anderen Familien vernetzen. Also diese Befürchtung, dass Kinder da komplett isoliert werden, die findet sich einfach so in der Realität nicht wieder. Oder jedenfalls nicht mehr, als es das in staatlichen Schulen auch passieren kann. Ich finde es auch ziemlich interessant, was da steht im PET. Da steht, Kinder müssen Sozialkompetenzen erwerben und dann regelmäßige Kontakte zu Gleichaltrigen. Ja, richtig. Mehr Lehrerkompetenz. Weil das eigentliche Problem, warum viele eben genau das nicht können, diese Sozialkompetenz erlernen, ist eben, was du sagst mit dem Mobbing, weil eben die Lehrerkompetenz fehlt. Also die Lehrerkompetenz erwächst ja nicht aus der Pro-Schulpflicht, sondern man könnte viel mehr Schulpflicht argumentieren, wenn man dafür sorgen würde, dass die Lehrer kompetenter wären. Das ist so eine zweischneidige Sache, finde ich. Die Lehrer sind auch kompetent. Nur es geht ja auch darum, dass das Kind eigene Interessen hat, seine individuellen Sachen hat, die es gerne lernen möchte. Und das kann es im Grunde gar nicht im Rahmen einer Schul- oder Klassenkontext. Ja. Das kann es im Grunde nur, wenn es die Freiheit hat, sich dahin zu entwickeln, wo es sich auch wohlfühlt, wo es seine Fähigkeiten hat, wo es seine Interessen hat und so weiter und so fort. Also von daher, ja, mit den Lehrern, da jetzt den schwarzen Peter zuzuschieben, das glaube ich ist nicht die Lösung. Das war nicht ganz, was ich meinte. Also die Lehrer haben schon Kompetenz, natürlich. Aber genau bei den Schülern, bei denen es zu einem Problem wird, für die ich es für sinnvoll halten würde, dass sie eben die Möglichkeit haben, nicht in die Schule zu gehen, sondern alternative Bildungsformen zu wählen. Das sind eben Kinder, die in einem Umfeld in der Schule groß werden, wo eben die Kompetenz der Lehrer an dieser Stelle fehlt, sie eben einzubeziehen oder richtig in den Klassenverband oder wie auch immer zu integrieren, weil da ist genau das Problem. Die werden dann gemobbt. Ja, ich würde noch so eine Komponente reinbringen. Die Kinder, die in der Schule wenig Erfolg haben, ja, sind ja die, die sich am wenigsten wohlfühlen. Ja. Und dann kann man sagen, okay, das sind die Lehrer dran schuld. Das ist es aber nicht unbedingt, sondern es geht darum, dass die andere Fähigkeiten haben, die in der Schule gar nicht unterrichtet werden. Ja? So, das heißt, darum geht es, den Freiraum zu geben, dass die Kinder sich ihren Fähigkeiten entsprechend bilden können. Ja? Und wenn es dann darum geht, dass sie irgendwelche spezifischen Fähigkeiten sich aneignen wollen, dann suchen die sich natürlich auch Lehrer oder Internetplattformen oder was immer, um sich die Fähigkeiten beizubringen. Ja? Also diese Freiheit zu geben, das ist das Wesentliche. Solange das Kind in die Schule muss und dem ausgesetzt ist, was da unterrichtet wird, und das nicht die Fähigkeiten abdeckt, hat der Lehrer auch keine Chance und auch der Bildungsrahmen nicht. Ich würde gerne nochmal Advocatus Diaboli spielen. Okay, nämlich genau in dem Feld, also wenn es darum geht, dass Kinder möglichst nur Situationen ausgesetzt werden sollen, die sie sich selber ausgesucht haben, in denen sie sich wohlfühlen, da kommt häufig auch das Argument, dass man sagt, zu der Entwicklung hin zu einer eigenständigen, selbstständigen Persönlichkeit gehört es eben auch dazu, dass man Situationen ausgesetzt ist, in die man nicht rein möchte und lernt, die zu bewältigen.
Das kann ich vielleicht ergänzen. Ich hätte einen ähnlichen Punkt gemacht, und zwar, was ich immer höre und was tatsächlich nicht so leicht zu erwidern ist, ist, selbst wenn die empirischen Erfahrungen in anderen europäischen Ländern zeigen, dass die Kinder, die nicht die Schule besuchen, vielfältiges soziales Umfeld haben, sie gehen in Sportvereine, sie haben Freunde, sie haben Geschwister, wir alle wissen, dass wir vielfältige soziale Kontakte gehabt hätten, auch wenn wir nicht in unsere Schulen gegangen wären. Wie stellt man denn sicher, dass es sich zum Beispiel auch um Kinder handelt, die nicht einen ähnlichen sozialen Background haben? Dass man auch mal mit Kindern konfrontiert ist, die vielleicht irgendwie völlig woanders herkommen als das, was man so aus dem eigenen Elternhaus kennt. Ich habe ehrlich gesagt die Frage nicht ganz verstanden. Was war konkret die Frage? Ja, wenn man neigt da schon so ein bisschen dazu, auch gerade als Kind, dass vielleicht auch von seinen Eltern zu bestimmten Tätigkeiten angeregt wird, im eigenen sozialen Umfeld zu bleiben, was so zum Beispiel bildungsnahen Hintergrund anbelangt, oder dann wird man vielleicht in einen Jugendclub vom Tennisverein der Eltern geschickt oder sowas und wird vielleicht nicht mit Kindern konfrontiert, die einen völlig anderen sozialen Background haben. Ja, gut, das ist nur keine Frage von Schulsystem, das ist eine Frage vom Gesellschaftssystem. Ich sage, das ist eine Frage vom Gesellschaftssystem, nicht vom Schulsystem. Ich denke, dass das Schulsystem da gar nichts dran machen kann, denn das Kind ist in erster Linie ja den Eltern ausgesetzt, schon in jungen Jahren. Und die Eltern prägen natürlich das Kind mit und damit das Umfeld. Die Frage ist nur, inwieweit kann ich dem Kind einen Freiraum geben, sowohl gegenüber den Eltern als auch gegenüber dem Staat und dem Bildungssystem, dass es eben zu beidem Nein sagen kann und sich dadurch einen Freiraum schafft, sich dahin zu entwickeln, wo weder die Eltern etwas dagegen haben können, noch die Schule. Ja. Und dann zu finden, wo will ich hin, und daraus dann auch seinen Bildungsweg zu machen. Und ich möchte noch eine Komponente einbringen. Wir reden ja viel davon, dass wir heute mehr Intelligenz und mehr Kreativität vor allen Dingen brauchen, ja, dass wir nicht mehr so streamlined sind, sondern die Lösungen, die wir suchen in der Gesellschaft, sollen teilweise Querdenker sein, oder wir brauchen kreative Lösungen. Eins steht ziemlich sicher fest von Gehirnforscher oder wer immer sich damit beschäftigt, dass ich nur kreativ sein kann, wenn ich Freiraum habe. Und je mehr ich eingeschränkt werde, kann ich nur in eine Richtung denken. Ja, also es widerspricht im Grunde auch dem, was gerade so heute von Bildungssystem oder von der Gesellschaft gewünscht wird. Also ich denke, die Frage von eben suggeriert ja so ein bisschen, dass das bestehende Schulsystem das irgendwie sicherstellen würde, dass es diese Durchmischung gibt. Und in einem gewissen Grad gibt es vielleicht auch, was ist mit Sicherheit keine Garantie dafür. Die meisten Schüler besuchen ja eine Schule in der Nähe ihres Wohnortes, und ist, glaube ich, wirklich das Problem, dass bestimmte, also zumindest in bestimmten Städten, wie auch in Berlin, es dann Regionen gibt, in denen die Durchmischung der Gesamtgesellschaft einfach relativ gering ist auf einer lokalen Ebene. Das heißt, wo es dann zum Beispiel Schulen gibt, wo nur oder fast nur Leute mit hohem Einkommen sind und mit bildungsbürgerlichem Hintergrund ist. Also sagen wir mal vielleicht so ein Gymnasium in Zehlendorf oder so, und dann gibt es woanders vielleicht die Grundschule in Wedding, wo es halt komplett anders aussieht. So, und das ist ja was wir jetzt mit Schulpflicht haben. Und ich denke aber, dass wenn man Kindern mehr Möglichkeiten gibt, die Dinge zu tun, den Interessen nachzugehen, denen sie nachgehen wollen, gibt es vielleicht viel mehr Möglichkeit, aufgrund dieser Interessen an ganz unterschiedlichen Orten mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen. Also die einen anderen, vielleicht völlig anderen gesellschaftlichen Hintergrund haben, aber ein gemeinsames Interesse haben. Also sei es seien es vielleicht auch bestimmte Computerspiele oder so. Also, und man sich darüber dann trifft. Also vielleicht gerade Dinge, wo man sich vielleicht zunächst noch gar nicht persönlich live trifft, sondern wo man erstmal vielleicht irgendwo online jemanden trifft und noch gar nicht im Vordergrund steht, was ist denn das für eine Person, was für einen Hintergrund hat der, sondern man trifft in einem Forum oder im Spiel auf eine Person und hat da ein gemeinsames Interesse und kommt dann
in Kontakt miteinander und komme dann vielleicht wirklich in Austausch. Also ich will nicht sagen, dass es bei allen jetzt der vorrangige Weg ist, wie das funktioniert, aber das ist halt auch eine Möglichkeit, die halt auch besteht, für die man aber eben einen Freiraum braucht, sich mit eigenen Interessen zu befassen. Und diesen Freiraum hat man halt eben oft nicht, wenn alles so stark vorgegeben ist und man eine Schule besuchen muss, die man sich nicht aussuchen kann und die Inhalte sich dort nicht aussuchen kann und im Grunde ein Großteil des Lebens einfach davon in Beschlag genommen wird. So. So. Wenn wir uns Grundgesetz Artikel 7 Absatz 4 anschauen, es geht dort um die Gründung von Privatschulen, dann soll dort eine Sonderung der Kinder nach den Besitzverhältnissen ihrer Eltern nicht gefördert werden. Lassen wir mal außen vor, dass das jetzt hier Besitz heißt und nicht Vermögen oder Einkommen, aber das wäre jetzt eine ganz andere Diskussion. Aber dieses Ziel, das ja auch im Grundgesetz festgeschrieben ist, würde man mit so einer Bildungspflicht ja ziemlich unterlaufen, oder? Ich wollte eigentlich, können wir die Frage gleich beantworten, weil ich wollte gerne auch ganz kurz was zu dem sagen und noch mal kurz was zu dem sagen. Zum einen, was ich aus persönlichen Erfahrungen kenne, ist, also nicht von mir persönlich, sondern von einem Freund, ist genau dieses mit, wenn man eben wirklich Schwierigkeiten hat in der Schule, dass es eben sehr gut möglich ist, Sozialkompetenzen tatsächlich heutzutage eben online aufzubauen. Was allerdings dann natürlich nicht passieren darf, ist, dass das dazu führt, und das ist leider dann eben in dem Fall auch der Fall, dass das Übertragen der Sozialkompetenzen, die man da online gelernt hat, auf das direkte Real Life eben nicht stattfindet. Also da muss man dann irgendwo noch einen Weg finden, wie man das hinkriegt. Weil trotzdem finde ich das auf jeden Fall eine Möglichkeit, die heute existiert, die vorher überhaupt nicht da war. Und nochmal ganz kurz zu dem Sache mit dem Freiraum. Wir haben hier das Lehrerkompetenzwort gehabt. Vielleicht sollte man sagen, die Möglichkeiten der Lehrer, weil es gibt ganz viele Situationen, wo Lehrer versuchen, tatsächlich Freiräume zu geben, den Schülern entgegenzukommen, die genau diese Probleme haben, eben sich nicht auf diese fest vorgegebenen Wege zu begeben und denen das dann hinterher wiederum untersagt wird, das zu tun. Manche machen es trotzdem und handeln sich dafür irgendwelche, Verweise oder sonst was ein. Manche machen es dann eben einfach gar nicht, entweder weil sie es nicht dürfen oder, was auch noch dazu kommt, dass es eben viele solche Dinge überhaupt natürlich in der Ausbildung der Lehrer nicht vorhanden ist. Der Freiraum und die Bildungsstandards, das sind die zwei Dinge, die sich gegenüberstehen. Ja? Und da ich ja selbst in der Lehreraus- und Weiterbildung arbeite und an Schulen, sehe ich das ja täglich. Und zum Beispiel bei den Montessori- oder Waldorfschulen, die fangen ja in der Grundschule mit viel Freiraum an, ja? Müssen aber dann irgendwann die Standards doch erfüllen. Und dann ziehen sie plötzlich an in der 6. und 7. Klasse und dann ist kein Freiraum mehr da. Ja. Also das geht irgendwie nicht wirklich zusammen. Sicherlich werden jetzt die Leute sagen, die für Schulpflicht sind, das kriegen wir schon geregelt. Tatsache ist aber, dass es immer problematischer wird. Ja. Wir sehen, dass die Leistungen von den Schülern, von vielen Schülern immer mehr sinkt. Ja. Dass es immer mehr Schulverweigerer gibt, dass es immer mehr Kinder mit Lese-Rechtschreibproblemen, ADHS und Dyskalkulien und was immer gibt. Ja? Also die Probleme werden immer größer, obwohl es heißt, die Reformen, wir kriegen das schon hin. Weil das geht einfach nicht zusammen. Ja? Und der Bottomline ist eben, was eben drunter liegt, einfach diese Freiheit zu geben. Und der Staat hat auch nur die Kompetenz, minimal Bildungsstandards eigentlich vorzuschreiben. Ja? Und zwar nur die, sodass der Bürger Staatspflichten erfüllen kann. Ja? Und darüber hinaus ist im Grunde alles dem Bürger überlassen. Und ich mag in dem Bezug, wir kennen ja so ziemlich alle Fragen, die von der anderen Seite kommen, von der Schulpflichtseite, auch sagen, viele sagen, ja, ohne Schule hätte ich das nie gelernt oder wenn die Kinder nicht in die Schule gehen, dann werden die einfach nur machen, was sie wollen und diese Sachen nicht lernen und so weiter.
Diese Grundkompetenzen wie Schreiben, Rechnen, was immer dazugehört, ist absolut nachgewiesen, dass die Kinder das, wenn sie frei sind, auch ganz schnell lernen, weil sie müssen ja von A nach B kommen. Ja? Und gerade heute mit den visuellen Medien, ohne Schreiben, Lesen geht es gar nicht. Die lernen das im Grunde viel schneller, wenn sie Leidenschaft und Interesse haben. Und da braucht man gar keinen Zwang dazu. Und das beweisen die meisten Länder. Ja. Ich möchte noch mal schnell zurück zu der Frage von Michael, nämlich die Frage, wenn man eine Bildungspflicht einführt, führt das möglicherweise zu einer Sonderung nach Vermögen? Genau. Hat da jemand was dazu sagen? Also so wie der entsprechende Artikel im Grundgesetz gemeint ist, geht es ja in erster Linie darum, dass halt Schulen in freier Trägerschaft, sogenannte Privatschulen, das nicht als Ziel haben dürfen. Also das heißt, sie sollen nicht extra ihre finanziellen Strukturen, ihr Schulgeld so machen, damit sozusagen dann nur eine Elite unter sich bleibt. Das heißt, da gibt es auch entsprechende Gerichtsurteile zu, dass halt eben auch Kindern aus Familien mit geringerem Einkommen der Zugang dazu ermöglichen ist. Und das wird sogar zunehmend auch überprüft. Es gab durchaus kommerziell angelegte Privatschulen, die deshalb ihr Modell wieder aufgeben mussten, weil der Staat dazwischen gefunkt hat. Aber das betrifft dann, glaube ich, noch mal viel mehr die Frage, wie werden halt Schulen in freier Trägerschaft eben auch staatlich finanziell ausgestattet. Ist ja auch eine Forderung, die, wenn ich mich recht entsinne, auch im Wahlprogramm der Piraten stand. Was jetzt eben Menschen angeht, die ohne Schule aufwachsen, ja, also ich denke da, also ich sehe gar nicht genau, wo der Punkt da eigentlich vorkommt. Vielleicht kann man das nochmal genauer die Frage erläutern. Nochmal, welche Frage meintest du? Mit der Sonderung nach Besitzverhältnissen. Ach so. Na, möchtest du noch dazu was sagen, Michael? Also, ich finde es, vielleicht um das selber nochmal zu konkretisieren, es wäre schon irgendwie merkwürdig, wenn es wenn wir nur einer bestimmten kleinen Gruppe Freiheiten ermöglichen und diese kleine Gruppe sich durch das Einkommen definiert. Das hat auf jeden Fall einen negativen Beigeschmack. Aber nach allem, was ich weiß, ist das gar nicht der Fall. Also erstmal muss man sich klar machen, dass im EU-Ausland 98-99% der Schüler, obwohl es keine Schulpflicht gibt, zur Schule gehen. Das heißt, es betrifft ohnehin nur, nur 1-2% der Schüler. Und das, was ich aus Kanada oder den USA weiß, ohne das jetzt insgesamt auf Deutschland zu übertragen wollen, sind die Leute, die dort schulfreies Lernen in Anspruch nehmen, eher von mittlerem Einkommen. Ja, also es ist nicht so, als würde eine reiche Elite-Schicht das in Anspruch nehmen. Also ich glaube auch mal, dass das vielleicht so ein leichtes Missverständnis ist. Also Abschaffen der Schulpflicht heißt ja nichts anderes, als den Zwang, eine Schule besuchen zu müssen, abzuschaffen. Heißt aber im Gegenzug natürlich nicht, dass Schule insgesamt abgeschafft wird, sondern Schulpflicht verstanden in dem Sinn, der Staat hat dafür zu sorgen, dass genügend Schulen zur Verfügung stehen, sodass das Kind oder die Kinder eines Jahrgangs oder einer bestimmten Entwicklungsstufe in der Tat auch in der Lage sind, eine Schule zu besuchen. Jetzt, ich nehme das einfach mal als Beispiel und gehe einfach mal zurück. Heute heißt Schulpflicht, du bist 6 Jahre alt und dann musst du irgendwo hin. Und zwar verdonnert. Die Frage ist, warum eigentlich mit 6? Wir haben jetzt zum Beispiel die Einführung, dass alle Kinder ab dem ersten Lebensjahr, dass denen ein Krippenplatz vom Staat zur Verfügung stehen muss, wenn das Kind dorthin gehen möchte. Aber es muss nicht. Und die Erfahrung, die werden wir jetzt sehen, Mitte des nächsten Jahres, wird zeigen, dass die deutliche Mehrzahl der Kinder, jetzt nehme ich mal vielleicht die Bayern aus, tatsächlich einen solchen Krippenplatz auch in Anspruch nehmen wird. Das ist auch schon im Interesse der Eltern, nämlich genau soziale Kompetenz aufzubauen. Wir gehen immer davon aus, oh, das passiert erst mit 6 Jahren. Und 4 Jahre später teilen wir dann die Leute noch in 3 verschiedene Gruppen ein. Ne? Die Schlechten, die Mittleren und die Guten. Und solche Dinge muss man schlicht und einfach wirklich mal angehen und ändern.
Und ich glaube, das Problem, das die Gegner der Abschaffung der Schulpflicht eigentlich haben, ist, das kann man ja nicht so ganz aus der Welt wischen, ist das, was die bisher über Homeschooling gehört haben. Ne? So, die erschreckenden Geschichten, die du dort siehst, hörst, in der Presse verfolgst, in den Medien wirklich jederzeit nachlesen kannst, die führen dazu, dass ein Großteil der Leute sagen, nein, nein, um Gottes Willen, das wollen wir nicht riskieren, dass dann diese ganzen esoterischen Spinner da auftauchen und den Kindern halt nichts mehr beibringen, sondern tatsächlich von den Kreationisten erzählen, Gott hat die Welt halt in 7 Tagen geschaffen. Und da muss man einfach sagen, das ist die absolute Minderheit und mit denen wirst du immer leben müssen. Die werden nicht mit einmal mehr, indem wir jetzt die Schulpflicht abschaffen. Also da tut, also an der Front, sag ich mal, hilft, also in Anführungszeichen hilft die Schulpflicht auch nicht unbedingt, denn es ist ja auch sehr wohl möglich, religiöse Schulen zu gründen, an denen die Schulpflicht erfüllt wird. Es gab sogar vor einigen Jahren einen relativ bekannt gewordenen Fall, wo es halt so eine christliche Sekte in Bayern gab, die da eben auch durch aus ihrer Perspektive ihr Engagement gegen die Schulpflicht aufgefallen sind. Am Ende war die Lösung sozusagen dann, dass sie praktisch als Schule anerkannt wurden. Also es waren halt in der Gemeinschaft dann doch auch so viele Kinder und so, dass es dann einfach möglich war, dem einen formellen Rahmen zu geben, und dann war es halt eben eine christliche Schule, und seitdem hat das mit der Schulpflicht auch kein Problem mehr gemacht, ohne dass sich da inhaltlich wahrscheinlich was geändert hätte. Aber ein anderer, also andersrum, denke ich, gibt es schon auch das Problem, also selbst wenn man jetzt mal annimmt, dass es an sich sinnvoll ist, dass es Schulen gibt, dass es Orte gibt, an denen Kinder irgendwie gemeinsam was lernen können. Ich gehe davon aus, es sind dann eher Schulen, wo Kinder wirklich auch frei lernen können und sich entfalten können. Das Problem ist, solche Schulen gibt es bislang in relativ geringer Zahl. Das ist ein erheblicher Aufwand, solche Schulen zu gründen. Das schafft man nicht irgendwie von einem Tag auf den nächsten. Das braucht, dass man schnell ist, irgendwie 1-2 Jahre Vorlauf. Die Frage ist, was machen Kinder oder Eltern von Kindern, wenn sie akut aus ihrer bisherigen Schulsituation raus wollen, weil es dort einfach nicht mehr zum Aushalten ist und Alternative schlicht noch nicht zur Verfügung steht, also einfach in der erreichbaren Gegend nicht vorhanden ist. Und selbst wenn man sich auf den Weg macht, das zu gründen, dauert das halt. Und also auch da, denke ich, kann das eine Option sein, dass man dann halt für ein Jahr vielleicht das erstmal komplett selbst organisiert, bis man dann auch die ganzen Bedingungen erfüllt hat, dass man als Schule anerkannt werden kann. Also ich glaube, ein falsches Bild ist immer, dass ein Lernen oder Aufwachsen ohne Schulpflicht immer so einzeln passiert, irgendwie, dass jede Familie das einzeln für sich macht. Aber was es durchaus gibt, ist, dass mehrere sich zusammentun wollen, dass sie sich gemeinschaftlich das organisieren. Aber eben, das wird halt erschwert, wenn vorgegeben ist, man muss eine Schule besuchen, die als solche eben dann auch staatlich genehmigt ist. Ja, ich habe noch einen Punkt dazu, und zwar genau diese Vorstellung davon, dass es irgendwie Homeschooling gibt, wo Kinder Einzelunterricht erfahren. Moni hat mich ja nochmal gut auf eine Idee gebracht, nämlich man darf nicht immer diese Einzelunterrichtsgeschichte im Kopf haben. Was man sich nicht sehr gut vorstellen kann, man ist an einer öffentlichen Schule und möchte gerne irgendwie eine ausgefallene Fremdsprache lernen als Zweitfach. Zum Beispiel möchte ich gerne Portugiesisch lernen oder Esperanto. An keiner oder an allerwenigsten öffentlichen Schulen kann ich das machen, weil es gibt nur 2, 3 andere, die das auch wollen. Und dann bietet die Schule das nicht an. Ich könnte mich jetzt berlinweit, hier geht es besonders einfach, weil wir alle aufeinander wohnen, einfach eine Lerngruppe organisieren, in der halt Portugiesisch beigebracht wird oder Esperanto. Dasselbe gilt für, ich möchte Informatik Lua lernen. Ne, kriegst du auch von keinem Informatiklehrer beigebracht. Oder ich möchte Cricket spielen im Sportunterricht. Ja, ich kann mich berlinweit organisieren, allerdings kommt dann die Schulpflicht und sagt, nee, das geht nicht, weil du vormittags an dieser Schule sein musst. Und wenn da keine anderen Kinder sind, die das auch wollen, dann hast du halt Pech gehabt. Ich würde gerne nochmal einen anderen Aspekt reinbringen, den ich auch immer wieder höre. Diese Grundangst, die bei den meisten Eltern da ist, wenn das Kind nicht in die Schule geht,
lernt es auch nichts, beziehungsweise bekommt nicht das Wissen und die Kompetenzen, um in der Gesellschaft zu bestehen, um einen Beruf zu lernen, um ein Studium zu machen und. Ja. Die Angst oder zu glauben, dass die Schule das liefern kann oder sollte, ist ein großes Argument. Und wenn eben jetzt das Kind nicht in die Schule gezwungen wird und es Freiraum hat, dann wird es das irgendwie nicht machen. So, das ist so ein Argument. Das zweite ist, dass, was ich vorhin schon gesagt habe, dass es ja so ist, dass in der Schule immer mehr Kinder eigentlich scheitern. Also dass die Schule das eigentlich gar nicht so bringen kann, wie sie das soll. Ja, viele Kinder werden durch Lern- und Verhaltensprobleme ja schon mal ausgesondert. Das heißt, die werden gar nicht erfasst in den Statistiken über Erfolg oder Nicht-Erfolg von Schulsystem. So, was ist da eine Lösungsmöglichkeit? Und da gibt es einen Ansatz, in dem man einfach sagt, dass sogenannte Eingangskriterien geschaffen werden. Eingangskriterien heißt, wenn ich eine Ausbildung machen will oder ein Studium machen will, dann ist das berufsbezogen oder studiumbezogen klar, welche Eingangskriterien ich erfüllen muss, also ich mitbringen muss, damit ich überhaupt diese Lehre oder dieses Studium machen kann. Ja? So, jetzt kommt meist das Argument, ja, aber das Kind kann das doch nicht so früh wissen und dann ist es zu spät und so weiter. Auch das ist eigentlich im luftleeren Raum, weil das ist einfach nachgewiesen, dass es nicht so ist, sondern ganz im Gegenteil, wenn das Kind Freiraum hat, sich selbst zu entwickeln, dann findet es auch raus, was es wirklich will. Und nehmen wir einfach ein Beispiel, es will, Gott weiß, Flugpilot werden, angenommen. Es kann aber auch einfach ein Handwerksberuf sein, ganz gleich was. Und es wird ihm dann bewusst gemacht, dass es das oder diese Fähigkeiten haben muss, um überhaupt das zu werden. Ja? Und das Kind will das dann wirklich lernen, dann wird es sicher auch dazu bereit erklären, diese Fähigkeiten sich anzueignen. Ja. So ist es einfach und viele Eltern haben da oder das System hat Angst davor. Ich unterstütze das mal, weil ich sage, das leistet Schule heute auch nicht. Ich habe vor gar nicht so langer Zeit irgendeinen Bericht gesehen über eine Hauptschule hier in Berlin, da wurden dann Leute, also Kinder, also die standen kurz vor dem Abschluss, gefragt, was sie denn so werden wollen. Und da gab es dann solche, ich will Superstar in Deutschland werden, gab es dann aber auch solche Aussagen, ja, ich würde gerne Tierärztin werden. Das heißt, dieses Mädchen, die war, ich sag jetzt mal irgendwo zwischen 12 und 14, die hatte bis dahin noch gar nicht geschnallt, dass wenn sie auf der Hauptschule bleibt und einen Hauptschulabschluss macht, dass sie nie in ihrem Leben Tierärztin werden kann, weil die Eingangsvoraussetzungen halt für ein Studium eben andere sind. Von daher unterstütze ich das, was du sagst. Das zielt dann aber auch wirklich wieder genau in die Richtung zu sagen, statt Schulpflicht tatsächlich Bildungspflicht. Das sprich, setz an irgendwelchen Stellen Standards und das kann von mir aus der Staat tun und sagen, jawohl, ich erwarte, dass alle Bürger in meinem Staat lesen, rechnen, schreiben können, dass sie ein historisches Bewusstsein haben. Das sind so die wesentlichen Dinge. Und der Rest, all das, was heute in Schule gelehrt wird und abgefordert wird an Standards, geht ja immer davon aus, dass diese Leute anschließend in dieser Gesellschaft arbeiten sollen und das Wohl dieser Gesellschaft mehren. So, wenn wir jetzt mal noch die zweite Schiene machen und sagen, wir als Piraten setzen uns aber für ein bedingungsloses Grundeinkommen ein. Wer zwingt Leute eigentlich überhaupt, diese Standards zu erfüllen, wenn die sagen, ich bin mit dem Grundeinkommen völlig einverstanden, das reicht mir und ich will mich an dieser Gesellschaft nicht aktiv durch Arbeit beteiligen?
Ich denke schon, dass die Leute sich aktiv an Gesellschaft beteiligen wollen, grundsätzlich, und dass gerade kurz ein Ausflug ins bedingungslose Grundeinkommen, das ist im Grunde der Weg dann für die Erwachsenen, dass die abgesichert sind und dann über diese Sicherheit rausfinden können, was wollen sie überhaupt, und dann bringen die Leute sich auch wieder ein. Ja, also sie sind vorher so müde, dass sie lange brauchen oder es vielleicht gar nicht mehr schaffen. Ja, so, und genau diese Freiheit auch den Kindern zu geben und dem Kind zu vertrauen, dass es seinen Weg macht, und Möglichkeiten zu geben, dass es auch unterstützt wird, den Weg zu finden. Ja, dann ist im Grunde, und ich rede das nicht aus Theorie, sondern ich habe viel in den USA, in anderen Ländern mit Homeschoolern, Freilernern und demokratischen Schulen gearbeitet. Also ich sehe es jeden Tag, und ich sehe auch im Gegensatz hier an den Schulen, was du auch eben gerade gesagt hast, und in den Einzelförderungen, die ich mache, wenn ich ein Kind frage, was willst du mal werden, dass viele schon in der zweiten Klasse oder dritten Klasse gar nicht mehr wissen, was sie eigentlich werden wollen. Ja, und das ist natürlich wenig gut. Okay, wir sind jetzt schon über eine Stunde. Ich habe eigentlich gar nichts dagegen, wenn wir länger machen. Sprich, was dagegen, Michael? Prima. Dann machen wir einfach so lange, bis die Luft raus ist. Aber was wir dringend noch brauchen, ist Negativ-Input. Also irgendwie alle, die hier sitzen, finden das toll. Wir brauchen mehr kritische Sachen, damit wir nach außen hin auch argumentativ besser dastehen. Ja, Faxe ist leider nicht gekommen. Ich habe hier noch einen Punkt, nämlich die Frage ist, welche Standards oder welche Ansprüche wollen wir denn daran stehen, was die Kinder letztendlich lernen sollen? Und wir haben uns da in unserer Initiative, habe ich vorhin schon vorgelesen, wir haben es so formuliert, dass der Bildungsplan, den die Kinder oder Lernenden dann vorlegen, dazu geeignet sein muss, sich vergleichbare Fähigkeiten wie Lernende an öffentlichen Schulen anzueignen. Der Hintergrund ist der, dass im Grundgesetz gibt es einen Artikel zu Privatschulen, den Michael vorhin schon zum Teil zitiert hatte. Dort wird nämlich von den Privatschulen gefordert, dass sie in ihren Lernzielen und Einrichtungen sowie in der wissenschaftlichen Ausbildung ihrer Lehrkräfte nicht hinter den öffentlichen Schulen zurückstehen. Und die Idee ist, bei dem Antrag so eine ähnliche Formulierung zu finden, halt nur für den Unterricht außerhalb der Schule, sodass der Unterricht außerhalb der Schule nicht hinter Privatschulen zurückbleibt. Das heißt, wir müssen die Frage für den Unterricht außerhalb der Schule gar nicht neu beantworten, sondern wir beantworten ihn genauso wie für die Privatschulen. Und dann haben wir halt das neue politische Feld, wo wir klären müssen, welche Regelungen denn für Privatschulen gelten sollten. Also an der Stelle befürchte ich, dass man die Regeln von Schulen freier Trägerschaft nicht übertragen kann auf ein Lernen ohne Schule. Also insbesondere einfach auch, was die Frage zum Beispiel der Ausbildung angeht. Also bei Schulen, sag ich mal, ist das schon in der Praxis schwierig genug, dann immer auch für alle Fächer Fachlehrer zu finden, gerade wenn man halt irgendwie sehr kleine Schulen hat, die jetzt nicht irgendwie 500 Schüler haben, sondern die vielleicht jetzt nur 30 Schüler und das über mehrere Jahrgänge verteilt haben. Wenn sich jetzt Leute so zusammentun in irgendwie kleinen Lerngruppen, ist das de facto nicht möglich, dass du für 14 verschiedene Fächer jeweils jemanden hast, der das studiert hat. Aber erfahrungsgemäß jetzt da, wo es halt das im Ausland gibt, ist das auch gar nicht so entscheidend. Also die meisten Inhalte kann eigentlich jemand vermitteln, der selber das auch gelernt hat. Also der selber vielleicht erfolgreich eine Schule besucht hat, vielleicht Abitur gemacht hat. Und dann gibt es immer Bereiche, die man vielleicht nicht als Person selber gut beantworten kann. Aber da kann man dann zum einen andere Leute heranziehen. Aber auch da gibt es einfach so viele andere Ressourcen. Es gibt irgendwie gute Bücher, es gibt Online-Tutorials, es gibt super Videos, Dokumentationen, Internetseiten, alles Mögliche. Also ich glaube, die Vorstellung, dass es immer eine Person sein muss, die das praktisch lehren kann, ist, glaube ich, so ein bisschen veraltet, sage ich mal. So aus einer Zeit, wo das wirklich immer einen Vortragenden geben musste, weil es halt keine anderen Möglichkeiten gab. Ja, genau. Ich stimme dir völlig zu. Deswegen haben wir auch die Formulierung nicht 1:1 kopiert, sondern geschrieben, dass der Lehrplan dazu geeignet sein soll, sich die gleichen Fähigkeiten anzueignen. Und das einfach dann die Messlatte, wo es im Ergebnis hin soll.
Ich mache das nochmal mit dem Gegenargumenten. Ich spiele den Advocatus Diaboli. Wir sagen immer, dass wir ja die Rechte des Kindes stärken wollen. Nicht die Rechte der Eltern, auch nicht die Rechte des Staates. Es geht uns hier um die Rechte der Kinder, sich so zu entwickeln und so zu lernen, wie das für sie am besten ist. Nun kommen Kinder ja nicht mit einer stabilen, ausgebildeten Persönlichkeit und klaren Präferenzen. Das will ich, so ein Mensch bin ich, das möchte ich mal werden, das brauche ich dazu auf die Welt. Sondern sind am Anfang noch sehr, sehr, sehr klein und sie übernehmen auch viel von den Vorstellungen ihrer Eltern. Malen wir mal so den Teufel an die Wand. Wir haben zum Beispiel eine Familie, die hat ein niedriges Bild von dem Wert von Frauenbildung. Sie ist der Meinung, dass es reicht, wenn das Mädchen so ein bisschen was kann, wenn es ansonsten gut im Haushalt ist und wenn es dann eben früh irgendwie reich heiratet. Das wird diesem Kind von Anfang an vermittelt. Das Kind hat, also Mädchen hat also auch selber den Eindruck, dass es als Mädchen nicht so sich um höhere Bildung kümmern muss. Es wird nicht in die Schule geschickt. Wie kann der Staat jetzt sicherstellen, reicht es da, wenn man einmal im halben Jahr vorbeikommt und sagt, hey, doch, als Mädchen ist das auch total wichtig, dass du was lernst. Und wenn dich, überleg dir doch mal, ob dich das nicht doch wirklich interessiert, noch was über Mathematik zu lernen. Reicht das wirklich? Also ich, wie gesagt, ich denke, dass es nicht eine Frage allein der Schulpflicht ist. Also das Problem kann genauso eben auftauchen in bestimmten Schulen in freier Trägerschaft. Ich habe vorhin erwähnt, dass es eben auch sehr, sehr konservative christliche Schulen gibt, wo möglicherweise genau das passiert. Aber ich denke, das ist eine Frage auch mehr von gesamtgesellschaftlichen Diskussionen und auch von, also was ist so in der Öffentlichkeit präsent. Und es gab einige Beispiele, wo dann auch Ministerien durchaus bestimmte Kampagnen im Sinne von Aufklärungskampagnen durchgeführt haben. Also wo dann, was ich, Plakatwände gemietet wurden oder die im Sommerloch halt irgendwie unvermietbar waren, genutzt wurden, wo dann Menschen über bestimmte Rechte, die sie haben oder bestimmte Möglichkeiten einfach informiert wurden, wo das halt präsent war, dass man halt an bestimmte Informationen, dass man denen früher oder später über den Weg läuft. Ich denke, da muss man vielleicht an der Stelle möglicherweise auch ansetzen. Also ich glaube, dass das Problem haben wir heute und das haben wir heute mit Schulpflicht auch nicht gelöst. Das kannst du nämlich einfach nachsehen. Ich glaube, ich habe die Zahl jetzt nicht genau im Kopf, aber irgendwo 15% oder so eines Jahrgangs schaffen nicht mal den Hauptschulabschluss. Also es ist ein relativ erschreckend hoher Prozentsatz. Und wenn du dir, ich sag's jetzt mal ketzerisch, dir mal anguckst, was die heute die Voraussetzungen sind, um einen Hauptschulabschluss zu machen, da hast du aber echte Schwierigkeiten, nachher im realen Leben zu bestehen. Und wenn du nicht mal den schaffst, dann bist du nämlich genau dabei zu sagen, ja, das Mädchenbild, ich heirate dann mal reich, ne? Also Schulpflicht kann das meines Erachtens nicht verhindern oder kann es nicht, wir sehen es real, muss man nicht einfach weit gucken, einfach sagen, guck dir das an, was heute mit Schulpflicht, wie viele Leute da ungebildet die Schule verlassen. Ich finde, es ist eigentlich sogar genau dieses Beispiel eigentlich eher eins für die Bildungspflicht, weil mit der Schulpflicht sehen wir, wie er auch gerade sagt, dass es genügend Leute, Kinder gibt, die eben es nicht schaffen, die sich verweigern, die diese Leistungen nicht erbringen, die sie erbringen müssen. Durch die Bildungspflicht, die eben alternative Möglichkeiten zur Verfügung stellen könnte, könnte es gelingen, solchen Kindern eben den Spaß an Mathematik jetzt als Beispiel, wie du es gebracht hast, zu geben und dadurch sie dazu zu bringen, eben es doch zu lernen, was sie lernen müssen, eben um hinterher im Leben bestehen zu können. Martin, bitte. Ja, hallo, ich bin Martin. Ich weiß nicht, ob ihr euch vorgestellt habt am Anfang, ich bin ja später gekommen. Das ist sehr schön. ja, ich will erstmal auf dein Argument nochmal ein, beziehungsweise euren Punkt nochmal eingehen mit dem vergleichbaren Lerninhalt. Also danke für den Hinweis auf den Punkt von ich weiß gar nicht deinen Namen. Hallo Martin. Auf den Punkt von vor allen Dingen von Martin, und zwar die vergleichbaren Lerninhalte und wie sich Institutionen ja auch verändern, beziehungsweise Schule an sich ja ganz unterschiedlich gestaltet werden kann. Ich finde, der Vergleich auch aus dem Grundgesetz, der hinkt, weil da von Institutionen gesprochen wird. Privatschulen sind, soweit ich mir das vorstelle, nicht von
der Art offener Lerngruppe und selbstorganisiertem Lernen, das man sich unter Bildungspflicht oder Bildungsrecht ja vorstellen kann, nicht damit vergleichbar. Und das, die Argumentation jetzt rein juristisch wäre sowieso schon schwierig, weil ja explizit Privatschulen gemeint sind. Und in dem Moment, wo man sagt, die Jugendlichen oder Kinder sollen ihren eigenen Lernplan erstellen, ja keine Institution, die das überwacht, direkt mehr verbunden sein muss damit. Und damit schon zumindest in der klassischen Darstellung die Vergleichbarkeit oder die Sicherstellung der Vergleichbarkeit eben nicht mehr gewährleistet sein kann. Also das ist im Umkehrschluss auch ein Argument für die Änderung des Gesetzes oder des gesetzlichen Anspruches, weil man ja davon ausgehen kann, dass man das möchte politisch und deswegen der politische Wille nicht mehr mit der Schulbesuchspflicht zusammenpasst. Also es könnte auch ein Argument sein für die Einführung eines Bildungsrechts oder einer Bildungspflicht, weil man eben politisch möchte, dass solche Lernformen eben auch möglich sind. Also worum kann man ja auch argumentieren. Und ich finde, dass man grundsätzlich das institutionalisierte Lernen überdenken sollen müsste und dass man von der Seite auch überhaupt rangehen kann. Mich interessiert ja irgendwie im Abgeordnetenhaus vor allem die Umsetzung. Und was kann man jetzt irgendwie machen? Was kann ich jetzt irgendwie Schulleitern sagen? Und ich verstehe ja so eine Änderung in Richtung Bildungspflicht oder Bildungsrecht eher als die Erweiterung des Spektrums dessen, was man so machen kann. Und wenn jetzt ein interessierter Schulleiter oder ein ängstlicher Schulleiter zu mir kommt und sagt so, jetzt, Entschuldigung, wollt ihr Schule abschaffen? Dann habe ich dazu erstmal keine Position, allein aus dem Punkt heraus, dass ich ein Bildungsrecht haben möchte, statt einer Schulbesuchspflicht. Deswegen tut es Not, das auch zu definieren und sich zu fragen, inwieweit, in welchen Begriff oder welche Begrifflichkeit kann man für das, was man da haben möchte, finden? Oder sagt man, Schule an sich ist etwas, so ein Auslaufsmodell, eine Institution, die Bildung macht, die ist ein Auslaufsmodell, ist okay, ist da, mit den klassischen Mechanismen, Finanzierung und so weiter und so fort, aber es kann anderes geben. Das finde ich aber uninteressant und unkonsequent. Man kann auch genauso gut meiner Meinung nach sagen, dass Schule keine Institution im klassischen Sinne sein muss, sondern überall da stattfindet, wo bestimmte Voraussetzungen erfüllt werden. Da muss man dann auch eine juristische Diskussion darum führen. Weil ich stelle mir eher sowas vor, und das ist ein sehr schönes Verkaufsargument, dass sich drei interessierte junge Lehrer finden, die ein spezielles Angebot machen, die auch Hausbesuche machen, die sich auch um speziell bedürftige Kinder kümmern. Das ist etwas, worüber wir jetzt, also solange ich hier bin, noch nicht geredet haben, weil man kann viel über Diversität und Selektivität von Lerninhalten reden, aber oder auch Verkürzung oder oder auch Verkürzung Eingrenzung von Lerninhalten, die besonders wichtig sind aufgrund des Interesses des Kindes. Aber wenn das Kind zum Beispiel in irgendeiner Art und Weise eine Verhaltensauffälligkeit hat, dann sind meistens immer mehr Kräfte notwendig, um die Vergleichbarkeit herzustellen des Lernerfolgs oder eben mehr Anstrengungen in irgendeiner Art und Weise notwendig. Oder man muss den Lernerfolg anders definieren, aber das ist eine Sache, die das kann nicht jeder Quereinsteiger, du hast gesagt, das können ja auch viele Leute, die gelernt haben, mit was Physik ist, können halt auch mal irgendwie Physik, was Dichte ist oder solche Sachen erklären, und das funktioniert alles sehr gut. Ja, in dem Moment, wo das Kind aber ADHS hat und den Topf, den du brauchst, um Dichte zu erklären, umkippt und das Wasser auf irgendjemand anders schüttet, hast du auch keinen Lernerfolg. Ne? Du musst auch lernen, damit umzugehen. Und wenn du das Kind oder den Jugendlichen dann nicht gut kennst und vielleicht einen anderen Bezug dazu hast, hast du ja schon ein Problem, den Lernerfolg vergleichsweise herzustellen. So. Und von daher wäre es für mich eine schöne Vision zu ermöglichen, denen, die lehren wollen, genauso wie denen, die lernen wollen, sich zusammenzufinden und in temporären vielleicht auch Art Institutionen gefördert zu werden, Räume zu bekommen, ne, damit man eben auch diesen Aspekt, das kann ja nur zu Hause stattfinden, das kann ja nur im privaten Bereich stattfinden, ein bisschen rausbekommt. Und damit muss man sich dann, da muss man sich dann generell über den Begriff Schule Gedanken machen.
Ich erzähle mal, versuche noch mal kurz was zu rekapitulieren, was in die gleiche Richtung geht, was Peggy im Bildungsquad gesagt hat, was ich sehr schön fand. Sie hat nämlich gesagt, wir müssen als Gesellschaft lernen, uns gegenseitig unser Wissen beizubringen und zu übertragen. Und das können wir als Gesellschaft kaum, weil wir das Thema so ein bisschen delegiert haben an die Schule. Wir gehen davon aus, dass man in den Schulen und in den Universitäten lernt und deswegen haben wir selber gar nicht die Kompetenz und wir denken auch gar nicht daran, wie schön es wäre, wenn einfach alle von allen etwas lernen könnten, unser Wissen anderen Leuten übermitteln könnten. Also ich fand das eben ganz interessant, einfach, dass die Diskussion nochmal in eine andere Richtung so ein bisschen geht, auch sich klar zu machen, was gibt's alles an Möglichkeiten auch außerhalb von Schulen, wo man was lernen kann, weil es ist eben nicht nur entweder Schule oder Eltern. Und es gibt eben ganz viel auch an Angeboten im, sag ich mal, kulturellen Raum. Es gibt Museen, Ausstellungen, Messen, alles Mögliche, Konferenzen, wo man sich auch sehr tiefgründig zu bestimmten Themen informieren kann. Und wenn man selber in einer Schule arbeitet, dann sieht man, was man da jede Woche zugeschickt bekommt an Angeboten für diese und jene Veranstaltung und dieses Museum und jenes Programm und diese Software und keine Ahnung, Kinderuni und alles Mögliche. Also da sind ist ständig irgendwas los. Man kann, glaube ich, sich seine Zeit ziemlich gut füllen mit wahrscheinlich qualitativ hochwertigen Angeboten, die nicht aus einer Schule kommen und die auch nicht die Eltern selbst gemacht haben. Ich hatte vorhin Advocatus Diaboli-mäßig so eine Geschichte erfunden von einem Mädchen, das von zu Hause irgendwie nicht erzählt bekommt, dass sein Bildungserfolg auch wichtig ist und was ist denn dann ohne Schulpflicht. Zu diesem Thema in anderen Institutionen lernen. Ich hatte einen Physiklehrer, das war auch gleichzeitig mein erster Physiklehrer und das war auch mein letzter Physiklehrer und das war mein einziger Physiklehrer, denn ich habe Physik relativ früh wieder abgewählt und vorher spät bekommen. Der hat uns gleich in der ersten Stunde erzählt, das ist wirklich so, auch wenn man sich es kaum vorstellen kann, wir Mädchen müssten uns eigentlich nicht besonders anstrengen, denn Physik sei eher so eine junge Sache. Es gäbe auch nur eine einzige Physikerin, die mal einen Nobelpreis bekommen hätte. Das wäre Madame Curie gewesen. Das würden wir wahrscheinlich nicht wiederholen. Das war ansonsten ein netter Typ und ich will ihm nicht irgendwie für mein gesamtes Desinteresse an der Physik, was sich dann in diesen Unterrichtsstunden bemerkbar gemacht hat, die Schuld geben. Aber ich glaube, es war auch nicht ganz unschuldig, dass ich das gleich in meiner ersten Physikstunde gehört habe. Und wenn, ich war auch erstmal ziemlich wütend, aber mir war natürlich auch klar, es war zugleich mein Klassenlehrer. Wir haben uns beschwert, wir haben ihm ein Buch namens Frauen, die den Nobelpreis gewannen, geschenkt, wir haben es auch unseren Eltern gesagt, aber letztlich, ich glaube, mein Verhältnis zur Physik wäre vielleicht ein anderes gewesen, wenn ich diese Institution Schule hätte verlassen können und in einem anderen Rahmen mich halt mit Physik beschäftigen. Vielleicht hätte ich es dann auch nicht so früh wieder abgewählt. Da eine Gegenfrage, glaubst du, dass wenn du ein alternatives Angebot in der Physik, was war es, 7., 8. Klasse? Ja, gehabt hättest, irgendwie eine Freistellung für 2 Stunden oder 3 Stunden die Woche und dann woanders hättest hingehen können zu einem Privatlehrer, dass der das dann hätte wieder gut machen können. Also es ist ja eine Reaktion, denn man kann ja nicht davon ausgehen, dass jeder Physiklehrer in der 7., 8. Klasse dann so einen Schluss erzählt. Wo ich glaube, dass das durchaus auch häufiger passiert, höchstwahrscheinlich. Wäre das dann besser gewesen? Also hättest du jetzt im Nachhinein so den Eindruck, okay, da hätte ich mich besser organisieren können, da hätte ich jetzt ein anderes Interesse wecken lassen können, sozusagen? Also das ist natürlich kontrafaktisch und deswegen weiß man es nie genau, aber ich kann es mir gut vorstellen. Ja. Ich habe mich dann später mit einem Mädel angefreundet, die sehr physikinteressiert war, die ganz viele DVDs zu Hause hatte von Stephen Hawking und so. Und da haben wir uns dann nachts außerhalb der Schule durchgeklickt und eigentlich stammt fast meine gesamte physikalische Grundbildung von Stephen Hawking's DVDs. Ja, und in Zeiten von iTunes U kann man das noch wesentlich besser machen und sich dann die aktuellen Physikvorlesungen anhören, die ja, soweit ich weiß, auch eher so auf 10. Klassenniveau anfangen, wenn man im ersten Semester anfängt und dann da kann man viel tun. Ich sehe das auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, weil du das vorhin erwähnt hattest, mit der Sozialisation durch die Schule auch. Also so übersetze ich das. Man hat halt ein kleines Kind und das wächst halt auf in der Umgebung, in dem Haus, mit den Eltern und bekommt halt dort alles mit und eigentlich alles mitgegeben und weiter draußen passiert da nichts, außer vielleicht das Fernsehen, was ich glaube jetzt nicht so ein guter Impact ist auf so ein junges Kind, vor allen Dingen in der Bandbreite.
Dann passiert in der sechsten, im sechsten Lebensjahr oder in der ersten Klasse, in Berlin ja auch schon ein bisschen früher, nach KMK-Vorgaben schon im vierten Lebensjahr im Durchschnitt, so das Ziel, was erreicht werden soll. Etwas, das kenne ich auch, das kann ich auch aus meiner Erinnerung feststellen, dass die Eltern plötzlich völlig unwichtig werden. Denn in dem Moment, wo der erste Klassenlehrer auf den Plan tritt und dann erzählt, wie funktioniert in der großen Masse, das mag bei Einzelnen anders sein, wie funktioniert Rechnen und Lesen und Schreiben und dann auch prüft und lobt und ein positives Gefühl liefert, passiert zu Hause Folgendes. Hausaufgaben werden kontrolliert oder gemacht oder irgendetwas, was die Schule betrifft, und die Eltern sind felsenfest der Meinung, das wäre so und so, und das Kind sagt, nein, ist nicht so. Mein Lehrer hat gesagt, es ist so, du hast Unrecht. Du bist jetzt nicht mehr wichtig und so weiter und so fort. Das ist ein wichtiger, ich finde, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, auch gerade für das, was du erzählt hast als Advocatus Diaboli, Diabolus, weiß ich gar nicht. das muss ich gerade überlegen. Nee, das ist ein anderer Fall, Diaboli. Ja, wollte ich gerade sagen. Entschuldigung. Eichhörnchen. Das macht nämlich Schule auch. Das ist das Loslösen aus diesem extrem engen Bereich. Und ich finde, das ist eine Voraussetzung auch für ein Bildungsrecht und eine Bildungspflicht, sowas trotzdem auch herzustellen. Und vielleicht auch ab einem bestimmten Zeitpunkt. Das muss kein absoluter Zeitpunkt sein, aber ab einem bestimmten Entwicklungsstand wirklich auch prominent vielleicht ein Angebot zu machen, keine Pflicht daraus zu machen, aber prominent wirklich ein Angebot zu machen, zu sagen, jetzt geh raus, und auch den Eltern zu sagen, jetzt muss das Kind mal raus, jetzt muss es mal was anderes machen. Das heißt ja kein irgendwie 4 Stunden oder 6 Stunden Grundschultag, sondern, oder auch Kita ist klar eine Möglichkeit, aber eben ab einem bestimmten Punkt zu sagen, so jetzt musst du auch dein Kind mal irgendwie rausgeben, wo auch immer hin. Ja, ich spiele seit einer Weile mit dem Gedanken, unsere Initiative zu erweitern. Wir haben so eine Reihe von Punkten, wo wir sagen, die Behörden sollen Folgendes prüfen, bla 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 bla, noch ganz viel. Und ich bin am Überlegen, ob man da so einen Punkt einfügen sollte. Sie sollen sicherstellen, dass nicht dauerhaft ausschließlich im Familienkreis unterrichtet wird. Wäre das eine Option? Also würde ich sogar noch eingrenzen ab einem bestimmten Zeitpunkt. Weil ist ja auch viel mit Emotionalität zu tun hat, und ich würde da weder in die eine noch in die andere Richtung eine Pflicht draus machen. Ich finde auch, dass dieses, ich finde es sehr, sehr gut, dass es Kitas gibt, und das ist, ich hoffe, es gibt bald irgendwie für alle Kita, und genau dann, wenn sie das haben wollen, weil es wichtig ist, das zu ermöglichen. Es ist aber auch gleichzeitig so eine, ist auch so ein bisschen so ein Druck vorhanden auf die Kinder, weil wenn alle im Haus, die ungefähr in der gleichen Zeit geboren sind, in die Kita gehen, und die Eltern vielleicht eher sagen, naja, ist jetzt ganz gut, wenn das Kind noch zu Hause bleibt, dann fängt das Kind irgendwann an zu sagen, naja, wir sind alle in der Kita und jetzt möchte ich auch in die Kita. Das ist ein Punkt. Neugier ist aber auch ein Druck auf die Familie, und ich finde es wichtig, dass sowas eben auch bemessen wird und sich überlegt wird, ab wann ist das überhaupt sinnvoll, so ein Angebot zu machen. Okay, wir haben jetzt natürlich nur noch heute und morgen Zeit, noch Gegeninitiativen einzubringen. Also ich kann ja die nicht mehr ändern. Gibt es da einen konkreten Vorschlag, oder wie sieht es im Rest der Runde aus? Ist das überhaupt eine Sache, die man explizit reinformulieren sollte, oder ist das möglicherweise längst abgehakt von den Dingen, die dort gefordert werden? Also zum Beispiel steht hier, soll sichergestellt werden, dass Lernende in allen Sozialformen lernen können. Also der Hintergrund ist hier, man soll in der Lage sein, alleine lernen zu können, wenn man das möchte. Man soll aber auch in Gruppen lernen können oder in Institutionen oder wie auch immer. Bitte das Recht. Ich denke, dass das schon ganz früh beginnt, dass Kinder Interessen haben und dass das in erster Linie die Aufgabe von dem Elternhaus ist. Und du hast ja vorhin schon gesagt, dass dir auch wichtig ist, dass Kinder gefördert werden, die eben vom Elternhaus eben das möglicherweise nicht haben. Und da hatten wir ja auch schon im Antrag drin, dass es da wirklich eine Institution braucht, die dann in die Familien reingeht und schaut, dass die Kinder unterstützt werden, dass die einen Zugang bekommen. Ja, ja, genau. Ja, eben, das Jugendamt, aber mit den entsprechenden Qualitäten, das ist klar. Ne? So, von daher bin ich der Meinung, das gehört da nicht unbedingt rein, meine persönliche Meinung, sondern das ist so eine Familienpolitik-Sache.
klar zu machen, dass die Eltern mit ihren Kindern viel unternehmen, unterschiedliche Bereiche erkunden oder, wie gesagt, wo es die Eltern nicht können, dass dem Kind eine Möglichkeit geboten wird, dass es diese verschiedenen Möglichkeiten kennenlernt. Denn das hört man immer wieder, Simon Rattle ist zum Beispiel eins meiner großen Vorbilder und der hat sich mit 4 Jahren oder 5 Jahren entschieden, dass er Dirigent werden will, weil seine Eltern ihn mit in ein Konzert genommen haben. Das müssen jetzt keine Eltern sein, die das machen, sondern, und Simon Rattle zum Beispiel macht ja eine Rieseninitiative, um Kindern Musik beizubringen, ist eine vorschulische Sache, würde ich sagen. Und ich denke, es ist auch wichtig, nicht zu viele Sachen, das Kind muss das oder jenes zu machen, sondern nur das Kind zu unterstützen, dass es wichtig ist, dass jedes Kind eine Möglichkeit bekommt, zu Bildung hinzufinden. Das, ja. Also das, was ich jetzt an den Kriterien in der Initiative gesehen habe, sind ja vor allem Dinge, wo es darum geht, dass bestimmte Dinge ermöglicht werden sollen. Also sprich, dass die Kinder nicht in ihren Möglichkeiten eingeschränkt werden sollen. Und das ist auch die Richtung, also die mir sinnvoll erscheint. Also und die, denke ich, da auch ein Stück weit vorbauen kann, oder dagegen helfen kann, dass jetzt zum Beispiel Kinder irgendwie indoktriniert werden und isoliert werden und irgendwie, also was so diesem, sagen wir mal, klassischen Negativbild entspricht, einer irgendwie religiös-fanatischen Familie, die ihre Kinder indoktrinieren will, die sie von der sonstigen Welt fernhalten will, sondern zu den Kriterien gehört eben, dass die Kinder verschiedene Möglichkeiten haben, andere Dinge kennenzulernen. Und was mir eben noch eingefallen ist, vielleicht in Anlehnung das, was man, wie halt Schulen immer mit allen möglichen Sachen bestückt werden, was es an Angeboten gibt, vielleicht wäre das auch eine Idee, jetzt nicht irgendwie täglich, aber in bestimmten Abständen, Eltern Informationen zu schicken, was es an Angeboten gibt, was weiß ich, so als so eine Art Paket mit öffentlichen oder auch privaten Lernmöglichkeiten, die vielleicht alle, keine Ahnung, alle 2 Monate, alle 3 Monate, wann auch immer, verschickt werden und wodurch vielleicht manche Eltern auch überhaupt nochmal eine Inspiration haben, was gibt es denn überhaupt noch alles, weil manche haben vielleicht von sich aus auch gar nicht jetzt so die ganze Palette an Ideen und wenn Kinder in einem bestimmten Alter sind, dass es dann vielleicht auch direkt an sie adressiert ist, dass sie halt selber sich auch ein Bild machen können, was es gibt und dass man dann vielleicht Wege finden muss, wie Kinder das leicht sozusagen in Anspruch nehmen können, selbst wenn ihre Eltern jetzt da nicht sich drum kümmern wollen. So. Das sind 3 krasse Punkte. Okay, ich will nur ganz schnell sagen, der Besuch, der von den Behörden kommen soll, hat laut unserem Antrag nicht nur die Aufgabe, Dinge zu überprüfen, sondern vor allem auch die Aufgabe, zu informieren und in gewisser Weise auch zu betreuen, sofern das natürlich möglich ist. Ja, also das mit dem Behördenbesuch ist auch eine wichtige Sache. Ich wollte jetzt auch nicht pro Kontrolle irgendwie reden, sondern mir geht es um das Bewerten von Schranken, die existieren. Also die Haustür, beziehungsweise jetzt bei mir wäre es der Garten gewesen, hier sind es die Mietshäuser oder rundherum. Das ist eine Schranke für das Kind, die zu überschreiten, das Kind möglicherweise auch einen Anstoß braucht. Ja. Diese Vergleichbarkeit ist ganz wichtig, wenn es um die politische Umsetzung geht, dann muss man sich über ganz viele Dinge Gedanken machen. Du hast das Jugendamt angesprochen, das Jugendamt ist ein rotes Tuch für die allermeisten Eltern. Das ist nicht die Schuld des Jugendamts, sondern es ist die Schuld der Priorisierung und den Aufgabenstellungen, die die Jugendämter politisch bekommen. So. Da gibt es auch Initiativen, da sind wir auch dabei. Es gibt eine wunderbare, auch eine wissenschaftliche Erhebung darüber, dass man die Jugendämter mit breit angelegten Informationsangeboten im Internet ausstattet, die am konkreten Fall auch nachvollziehbar machen, was passiert mit einem Antrag, was passiert mit einem Anruf, um auch darüber aufzuklären, was das Jugendamt alles für Arbeit macht. Ich sehe auch bei den Besuchen gerade im jungen Alter, Entschuldigung, in dem jungen Alter eben das Jugendamt in der Pflicht, weil da sind die Netzwerke da. Ja, und es wäre auch eine schöne positive Aufgabe für das Jugendamt, da so eine Werbeveranstaltung zu machen im Prinzip. Das fände ich ganz wichtig. Das bedeutet aber auch, und das ist das, was ich vorhin angesprochen habe, dass die Jugendämter, die Verwaltung einen Produktkatalog brauchen.
Und so ist das eine Verwaltung. Wir sind alle irgendwie preußisch sozialisiert. Die brauchen klare Kriterien, sonst nehmen sie nichts mit. So. Das kann man sicherlich irgendwie aufweichen und man muss ja jetzt nicht eine vollständige Liste führen, aber worüber man sich wirklich austauschen müsste, ist, welche Angebote kommen da rein in diesen Katalog? Was ist das? Ja. Kategorie Angebote von Kindern für Kinder, Angebote betreutes selbstorganisiertes Lernen. Also ich bin jetzt ganz breit, ohne jetzt auf die Ausprägung einzugehen. Institutionalisiertes Lernen, so drei Kategorien. So. Und wer kommt da rein? Wer kann sich bewerben? Wer kriegt für diese Bewerbung und für das Ausgestalten des Angebots, das er da macht, ob nun Kinder, Jugendliche, Lehrer, Fachspezialisten, die keine Pädagogen sind, wie auch immer, die entsprechende Unterstützung und Förderung, das auch durchzuführen, das Angebot. Das ist die andere Seite. Da haben wir jetzt ein großes Problem bei den freien Schulen und Trägern und Gemeinschaftsschulen, die eben nicht für all das, was sie machen können und wollen, auch finanziert werden und vor allen Dingen dann eben auch selbst Einnahmen generieren müssen, was ihnen auf der anderen Seite auch eine Freiheit gibt. Aber ich glaube, das ist bekannt, das Problem. Und man muss sich halt über die Institution an sich Gedanken machen. Was fällt alles darunter? Ein letzter Punkt. Ach ja, zu dem Antrag. Ich finde den Antrag so super. Es ist ein super Positionspapier. Daraus kann man total viel machen. Da würde ich jetzt nicht eine unvollständige Liste anfangen von Dingen, die uns jetzt hier in einer Runde einfallen. So, ihr habt schon was. Ich kann mir ganz viel vorstellen, wenn es in die konkrete Ausgestaltung geht. Wenn man jetzt zum Beispiel von Unterstützung von Initiativen geht, von freien Trägern und sich mit denen unterhält, dann kann man aufgrund dieses Positionspapiers, wenn das die Piraten beschließen, ganz viel unterstützen, machen, Anträge schreiben und das nochmal nachprüfen. So. Genau. Ich gebe euch das einen ganz wichtigen Hinweis. Es geht hier darum, eine Position zu finden und nicht schon Gesetze auszugestalten. Ich kann es ganz kurz noch sagen, und das bezieht sich auch auf den einzigen Punkt, den wir hier, die einzige Frage, die wir in unserem Pad haben, die wir noch nicht beantwortet haben, angenommen, wir beschließen diese Position und dann wollen wir gucken, was wir jetzt darüber hinaus machen. Welche Möglichkeiten haben wir denn überhaupt hier auf Berliner Ebene? Viele denken ja, die Schulpflicht, da steht doch alles in der Verfassung, das ist doch hier alles nur theoretische Philosophiererei. Vielleicht können wir das noch beantworten. Ich könnte es auch selber tun, aber es ist irgendwie langweilig. Soll ich es beantworten? Ja, das mit der Schulpflicht, mit dem Gesetzlichen, das habt ihr aus dem Kopf besser draus. Ich kann vielleicht was Praktisches sagen. Dann sage ich schnell noch. Also ich muss schon sagen, uns ist auf die Zeit weg. Wir haben jetzt noch ein paar Minuten, dann müssen wir Schluss machen. Aber also die Schulpflicht steht nicht im Grundgesetz, sondern sie ist geregelt im Berliner Schulgesetz. Also nicht mal in der Berliner Verfassung. In anderen Bundesländern steht es in der Verfassung. Bei uns steht es im Schulgesetz. Also wir können da relativ leicht was dran drehen, sofern wir als Piratenpartei ohnehin Gesetze machen können, nicht machen können. Ja. Das macht einen Unterschied. Wie viele? Also ein Drittel. Nee. Zum Praktischen. Also man kann von ganz vielen Ebenen rangehen. Also Schulgesetzänderungen, klar. Man kann aber schon darauf hinarbeiten, eine normative Kraft des Faktischen zu schaffen. Gerade wenn man über viele freie Träger geht und immer darauf achtet, dass man bei verschiedenen Förderprogrammen, Angeboten, die man vorschulisch macht, die man auch in Zusammenarbeit mit den Grundschulen, die öffnen sich ja auch ganz langsam und auch im Bereich Lehrerbildung zum Beispiel macht, wo dann auch ein Bewusstsein dafür da ist, dass nicht alles in einer Schule organisiert sein muss, was Unterricht ist oder so, kann man schon viel Diversität schaffen und erhalten. Die muss halt Geld bekommen. Das ist das große Ding. So. Die brauchen halt Geld, die brauchen vernünftige Förderkriterien und die müssen in der Lage sein, ihre Arbeit zu machen, so wie sie möchten und ein Angebot zu machen. Die Kinder müssen in der Lage sein, das anzunehmen, ohne jedes Jahr neu die Erlaubnis dazu zu bekommen. Das ist rein organisatorisch immer ein Riesenproblem. Ich denke da an kulturelle Bildung, Medienpädagogik, all solche Dinge, wo viele Fördermöglichkeiten da sind, die auch unterstützt werden von den Schulen, dass man da in der Schulzeit hingeht und Dinge tut und sich mal für ein halbes Jahr eben Freistellungen gibt. Also das, worüber wir schon gesprochen haben, gibt es dann schon. Und das kann man mit so einem Positionspapier immer unterstützen, kann man sagen, das fördert das selbstbestimmte Lernen, auch das frühkindliche Lernen und das wäre so das, wo ich als erstes rangehen würde und dann auch irgendwie die Angst zu nehmen, ne? Weil dann kommt vielleicht auch mal so eine SPD dazu, zu überlegen, naja, in anderen Ländern gibt es auch keine Schulpflicht mehr und im Übrigen in Bayern, dass das
Optimist. Ich bin, Entschuldigung, warum sonst sollte ich den Scheiß machen? Also, Entschuldigung. Übrigens in Bayern ist das ist der Grund, warum dieses mit der Schule geklappt hat, dass in der bayerischen Verfassung nicht nur die Schulpflicht drinsteht, sondern auch das oberste Bildungsziel oder eigentlich alle Bildungsziele festgelegt sind. Das oberste Bildungsziel ist, ich kriege es als Zitat nicht mehr zusammen, aber sowas wie das Erlernen der Furcht vor Gott. Ja, stimmt, ja. Ah, das steht da drin. Und die bayerische Verfassung ist die einzige Länderverfassung in Deutschland, die man nur mit einem Plebiszit ändern kann. So, also da steht auch sehr viel mehr drin. Die haben so eine, die haben so ein Gesamtpaket. Die haben nicht so wie wir ganz viele Gesetze, die ganz viele Dinge regeln, sondern da ist sehr viel mehr in der bayerischen Verfassung des Freistaats, die im Übrigen die erste deutsche Verfassung war, festgeschrieben. Deswegen ist das so. Deswegen geht so eine christliche, fundamentale Schule da. So. Finanzierung hatten wir noch gar nicht, von daher würde ich da gerade drauf eingehen, weil du das gesagt hast. Es geht hauptsächlich um Umschichtung, es braucht gar nicht mehr Geld, ja, nur dass das nochmal klar ist. Und es gibt ja so viel Gelder, die vergeben werden wegen Lernprobleme, ADHS und diese ganzen Dinge. Es ist nachgewiesen, wenn das Bildungssystem freier ist, wenn Kinder ihren eigenen Fähigkeiten entsprechend sich bilden können, gibt es wesentlich weniger solcher Probleme. Und es wird dann in vielen Bereichen ganz einfach Geld eingespart, die kann man umschichten. Und in Berlin ist ja auch das Beamtentum, glaube ich, abgeschafft oder wird abgeschafft. Ah ja, okay, gut, da halte ich mich da erstmal raus. Wollen wir noch einen kurzen Ausblick machen? Also was so ja, ja, Martin ist sehr lange dran, aber wir müssen auch zum Ende kommen, wenn ich mich ja richtig verstanden habe. Deswegen würde ich auch bitten, kurz zu fassen und zum Ende zu kommen und so. Genau, aber erstmal gebe ich dich an Martin. Ich wollte nochmal zu einem Punkt von davor zurück. Wir hatten geredet darüber, was da vielleicht das Jugendamt als Aufgabe haben könnte. Ich glaube, da muss man gut gucken, wie man es organisiert, dass man nämlich praktisch die Aufsichtsfunktion und die Beratungsfunktion, dass die irgendwie gut getrennt sind voneinander, so wie es andere Länder auch bei der Schulaufsicht haben, wo die Schulaufsicht in erster Linie eine Beratungsfunktion hat und dadurch, dass für Schulen leicht und attraktiv gemacht wird, auch mit der Schulaufsicht in Kontakt zu treten und sozusagen deren Unterstützung anzufordern, weil sie eben da Beratungen kriegen und nicht fürchten müssen, dass wenn sie sich von sich aus an die Aufsicht wenden, dass sie dann am Ende sich vor allem Ärger einhandeln und sich mit denen irgendwie rumschlagen müssen. Und das ist, glaube ich, bei vielen auch die Sorge, dass wenn sie sich halt irgendwie ans Jugendamt wenden, dass sie am Ende sich damit selbst ein Bein stellen und dann da irgendwie von denen behelligt werden. Eigentlich haben sie nur irgendwie Unterstützung gesucht. Das ist das, was ich meinte, dass viele eine falsche Vorstellung davon haben, deswegen die Akzeptanz der Jugendämter nicht gut ist, weil der Großteil der Arbeit der Jugendämter ist tatsächlich auf Beratung ausgelegt, schon jetzt. Prävention, Beratung. Da ist gar nicht irgendwie, ich habe hier einen Antrag und ich muss da alle Wochen mal vorbeikommen, weil da ein Vorgang ist, sondern der absolute Großteil ist tatsächlich eigentlich Beratung. Das wissen nur die meisten nicht und das ist auch nicht das, was sichtbar ist. Und das ist das, was ich vorhin mit meinte, aber du hast so recht, das muss natürlich getrennt sein. Also, weil in den Verdacht darfst du nicht kommen, weil dann werden die Angebote nicht angenommen. Ja? Was mir noch eingefallen ist, was unbedingt daraus folgt aus diesem Positionspapier, ist, dass wir uns über Inklusion Gedanken machen müssen. Beziehungsweise, also das heißt jetzt nicht irgendwie die Zielstellung Inklusion, ich sage auch viel lieber Integration, weil das ein anderer Sachverhalt ist, weil Inklusion bedeutet irgendwie alle in eins und das funktioniert nur bedingt gut. Ist ja auch halt vielleicht nicht das, was wir wollen. Ist aber die Möglichkeit, dass alle jedes Angebot annehmen können, egal was ihr geistiger, körperlicher Entwicklungsstand und ihre geistigen, körperlichen Fähigkeiten angeht, also die Umsetzung der eigentlichen UN-Konvention im Bildungsbereich, das müssten wir wirklich dann angehen, weil das ist da unklar noch. Also wie gesagt, es war richtig so und mit weniger Druck können die ADHS-Kinder wesentlich einfacher irgendwie sich entwickeln, aber das ist halt nur eine winzige, also nicht keine winzige Gruppe, aber so eine von ganz vielen Gruppen, die im Bereich Inklusion und Förderbedarfen und solchen Sachen existieren. Ja, ganz wichtig, wir hatten am Anfang gesagt, das ist nur ein kleines Puzzleteil in einem großen Bildungsrätsel.
Und wir wollen das auf keinen Fall so hoch bewerten, dass wir sagen, damit werden die großen Probleme gelöst. Kleiner Schritt, aber irgendwo muss man anfangen. So, wir müssen zum Ende kommen, weil wir hier auch gleich die P9 räumen müssen. Dann bedanke ich mich mal für eure Teilnahme. Ich hoffe, die Schulpflichtbefürworter fühlen sich nicht zu kurz gekommen, weil hier das überwiegend positiv war. Aber ich rege euch an, kommt nochmal ins Kinski, versucht mit uns in Diskussion zu kommen. Ich freue mich über jeden Beitrag. Insofern, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, aber wenn du das durchliest und das ist die erste.